Mein Name ist Boris Weldi, ich bin Makler für die gewerblichen Immobilien bei der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine. Mein Name ist Reimer Sandmann, ich bin gewerblicher Immobilienvermittler bei der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine und nebenbei bin ich auch noch zertifizierter Gutachter. Die Sparkasse ist als Dienstleister für den Immobilienbereich deswegen so interessant, weil gerade in dem Bereich Fachkenntnis, Know-how und Erfahrung sehr wichtig sind. Auf dem Weg zur Unterschrift bei einem Notar gibt es doch ganz viele Steine, die in einem Weg gelegt werden können. Und da sind wir aufgrund unseres langjährigen Tuns der ideale Partner, um Sie da zu begleiten. Wir bieten den Riesenvorteil, dass wir halt in unserem Netzwerk der großen Sparkasse arbeiten können. Sind da ziemlich nah dran am Puls der Zeit, wissen, was gefragt ist, wissen, was nachgefragt wird. Wir bündeln jahrzehntelange Erfahrung und bringen das dann halt in das bestmögliche Ergebnis für den Vermieter oder auch für den Verkäufer. Also die Region Hildesheim hat den riesengroßen Vorteil im gewerblichen Bereich, dass wir hier eine sehr, sehr unterschiedliche Struktur an Anbietern, Nachfragern und aber auch in Industrien haben. Wir haben jetzt keine ganz bestimmten Regionen, wo es ausschließlich eine Nutzung gibt, sondern wir haben hier wirklich eine große Mischnutzung, was unser Themengebiet natürlich dann auch interessanter macht. Was mich besonders begeistert bei meinem Job ist eigentlich, dass jeden Tag etwas Neues passiert. Nichts ist gleich, es ist immer was anderes. Man lernt neue Menschen kennen, man hat aber trotzdem auch wieder mit Altbekannten zu tun. Und was das Wichtigste ist, man hat auch ein Ziel vor Augen. Das ist im Idealfall immer der Verkauf oder die Vermietung einer Immobilie, wo am Ende zwei Parteien dann hoffentlich glücklich sind. Sparen Sie mit uns Zeit, Geld und Nerven. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und eine professionelle Vermarktungsstrategie, damit wir gemeinsam erfolgreich sind. Wir sind Hempelmann. Ob von zu Hause aus oder aus dem Büro. Ob in Hildesheim, Nordhausen, Göttingen oder einem unserer anderen Standorte. Wir sind für unsere Kunden da. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite bei technischen Fragen oder Produktberatungen und bauen gemeinsam mit dem Fachhandwerk an der Welt von morgen. Denn eure Zukunft ist unsere Welt. Wir verkaufen die Haustechnik von morgen. Das ist mehr als nur schöne Bäder. Photovoltaik, Wärmepumpen, Wohnraumentlüftungen und vieles mehr. Mit unserer Produktpalette begleiten wir die Energiewende aktiv. Und wenn es einmal an der Baustelle hakt, so helfen wir in einem von unseren knapp 20 Abexen direkt weiter. Regional, zeitnah und direkt, damit ihr ein warmes Zuhause habt. Doch nicht nur die Haustechnik, sei es im Innen- oder im Außendienst, liegt uns am Herzen. Auch im Rahmen der Digitalisierung begleiten wir unsere Kunden aktiv. Durch unsere digitalen Produkte und Apps halten wir dem Fachhandwerk den Rücken frei. In unseren 6 Ausstellungen bieten wir euch aber auch Inspiration und Badplanung zum Anfassen. Wir lassen aus Badträumen Traumbäder entstehen und beraten ganz individuell in jeder Lebenslage.
Nicht nur unsere Bäder sind ein Traum. Mit unserer modernen Logistik sorgen wir dafür, dass unsere Kunden ihre Bestellungen zeitnah erhalten und damit ganz im Schlaf beliefert werden. Unsere größte Stärke sind jedoch nicht unsere Produkte, sondern unsere knapp 350 MitarbeiterInnen und Auszubildenden. Wir bilden das Fachpersonal von morgen selbst aus, ob im Vertrieb oder in der Logistik. Und wir binden unsere Auszubildenden von Anfang an aktiv mit ein. In spannenden Projekten und interessanten Schulungen lernst du so nicht nur für deine Ausbildung, sondern fürs Leben. Die Freizeit kommt auch nicht zu kurz. Ob mit flexiblen Arbeitszeiten, E-Bike-Leasing, Firmenfitness über Hansefit, das sind nur einige Beispiele, um dir am Ende des Tages ein wenig Ausgleich zu bieten. Bei uns ist immer etwas los. Mit unseren rund 40 LKW und Sprintern sind wir in der Region für euch unterwegs. Fahr mit uns gemeinsam in Richtung Zukunft. Wir sind Hempelmann. Wir setzen Maßstäbe. Thank you.
Guten Abend aus Emmacke und damit ein herzliches Hallo und willkommen hier live zur jetzt schon 17. Folge Pro und Konter. Heute unser Thema, ihr werdet es gleich sehen an unseren Gästen, Handball. Über Handball in Hildesheim werden wir sprechen und dazu habe ich Gäste eingeladen und die schauen wir uns jetzt an. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, hallo in meine Runde hier heute. Zuallererst müssen wir natürlich über unsere Partner reden. Das sind einmal die Firma Hempelmann Haustechnik, die Sparkasse Hildesheim, Goslar Peine, die Firma Unicut GmbH und der Getränkefachgroßhandel Saug aus Hasum. Und ich freue mich, dass er wieder da ist, um das Getränk zu zeigen mit dem Weizen von Weinstefan und Einbecker, welches wir hier ausschenken. Und damit auch dir, lieber Stefan, herzliches Hallo. Heute wieder bei uns mit an Bord und das letzte Mal im Urlaub. Schön, dass du aber wieder da bist. Ja, vielen Dank und guten Abend. Und mal gucken, ob ich nur das Bier präsentiere oder ob wir auch noch ein bisschen was anderes machen. Du machst mich ganz nervös. Aber über Fragen. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, bestimmt. Auf der anderen Seite, er ist auch Experte, aber kein Sportnews-Experte. Wir haben unseren Sportnews-Experten Anton Gebhardt ausgetauscht, aus guten Gründen, wie er immer ganz gerne sagt. Schön, dass er da ist, ein bekanntes Gesicht, auch hier im Kreis Hildesheim, obwohl er jetzt den TSV Anderten trainiert. Robin John, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, schönen guten Abend. Auf der anderen Seite, er ist der Trainer vom HC Eintracht Hildesheim, hat in den ein Jahr ist er jetzt dabei, hat viel Macht und Kompetenz gewonnen. Daniel Deutsch, schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Und auf der anderen Seite den Geschäftsführer vom SV Alfeld, der Pirat aus der Leinestadt, so habe ich es dir aufgeschrieben. Was es damit auf sich hat, werden wir heute mit dir besprechen. Arne Habekost, schön, dass du da bist. Ich bin gespannt. Danke für die Einladung. Und dann haben wir zu meiner Rechten den Kapitän der SG Börde. Da werden wir sicherlich auch die ein oder anderen Themen haben. Über den aktuellen Saisonstart werden wir nicht nur mit dir, sondern mit allen natürlich sprechen. Schön, dass du da bist, Henrik Frohböse. Hallo. Und auch ein sehr bekanntes Gesicht hier im Hildesheimer Handball, der Trainer der Sportfreunde Söhre, das letzte Mal in der Weihnachtsausgabe im Dezember hier bei uns und jetzt sitzt er wieder an genau der gleichen Stelle, Sven Lakenmacher. Guten Abend. Laki, schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr im Publikum da seid. Ich freue mich auf eine sehr interessante Runde heute mit dem Thema Handball. Wenn ihr da draußen bei Twitch, bei Facebook und bei YouTube Fragen habt an die Beteiligten hier, dann schreibt es einfach in den Chat. Wir sehen das hier wie immer auf dem einen Bildschirm und versuchen da natürlich bestmöglich drauf einzugehen. Und seid interaktiv, Arne, da ist schon auf jeden Fall ein Fan dabei. Was hat denn der gekriegt? Gar nichts. Kommt von freien Herzen. Ah, ja. So soll es sein. Nee, ist doch keine Phrase. Was denn? Ich bin alles gut. Ja. Daniel Deutsch ist heute der Phrasenbeauftragte hier, der hat sich gerade bereit erklärt, der macht das. Stefan, was hast du denn sonst noch mitgebracht, wenn ich mal so fragen darf? Nein, ich habe gar nichts mitgebracht. Ich wollte nur darauf anspielen, dass du ja sagtest, ich bin nur zum Bier präsentieren hier. Ach so, das habe ich genauso gesagt, aber nicht gemeint. Nein, und du kannst auch froh sein, dass ich heute hier bin. Ich hätte fast noch einen anderen Termin gehabt. Meine Mutter wird heute 66, Entschuldigung, herzlichen Glückwunsch. Ja, alles Gute. Schaut die auch zu? Kann sein, die ist im Urlaub und von daher weiß ich nicht, aber sie wird sich das sicherlich später angucken. Also herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Sehr schön. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum 66. Geburtstag. Da freuen wir uns heute mit und feiern das hier anschließend auch nochmal ordentlich und stoßen an. Dann auf deine Mutter. Prost, Prost. Ne? Schön, dass ihr da seid. Darf man mit Wasser anstoßen? Ja, natürlich. Aber wir wollen hauptsächlich heute natürlich über Handball sprechen. Wir haben zwei Teams aus der Oberliga mit dabei. Das ist die SG Börde und das ist
Die SV Alfeld, ist richtig, ne? Ja, ist korrekt. Oder wir bleiben bei den Piraten von der Leine. Auch das gerne. Auch das geht auch. So, also ihr seid in der Oberliga gestartet. Die SG Börde, ihr seid aufgestiegen oder wieder aufgestiegen. Ja. Alfeld, ihr seid schon ein bisschen länger dabei. Ich weiß nicht, über die Ambitionen sprechen wir heute auch noch. Aber jetzt am Wochenende war für euch beide leider kein ganz so erfolgreicher oder für eure Teams nicht so ein ganz erfolgreicher Spieltag. Arne, ihr habt Freitagabend gegen Hannover-Burgwedel verloren, also in Burgwedel habt ihr gespielt, 33-28. Warst du dabei? Guckst du dir die Auswärtsspiele alle an oder wie habt ihr das geregelt? Ja, ich war dabei. Ich versuche einige Spiele mitzunehmen, aber alle werde ich vielleicht nicht ganz schaffen, aber da war ich in jedem Fall mit dabei. Und wie war so dein Eindruck? War da mehr drin? Definitiv. Also deswegen, ich sag mal so, das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt den Spielverlauf wider. Ich glaube, wir haben uns da sehr, sehr teuer verkauft. Und in Großburg-Wedel letztendlich mit 5 Toren zu verlieren, das kann ganz schnell mal passieren. Wir haben eine sehr erfahrene Truppe. Wir dagegen eine sehr junge, ambitionierte Mannschaft, die über lange Phasen des Spiels auch wirklich taktisch die Marschroute vom Trainer gut umgesetzt hat. Dass es hinten raus dann leider ein bisschen deutlicher geworden ist mit 5 Toren, ist schade, aber spiegelt nach meinem Empfinden zumindest nicht ganz den Spielverlauf wider. Von daher sind wir auch trotz Niederlage erstmal nicht ganz unzufrieden. Ja, das war die erste Niederlage am 3. Spieltag, glaube ich. Ne? Genau. Hab vorher 2-mal gewonnen. Genau. Wie zufrieden bist du mit dem Saisonauftakt generell? Seit, glaube ich, jetzt... Ich glaube, 6. Ich meine, sogar 6. sind wir aktuell, genau. Grundsätzlich bin ich damit erstmal zufrieden. Allein auf dem Grund, dass wir wirklich einen kleinen Umbruch hier haben. Wir haben relativ viele neue Spieler mit integriert. Eine riesige Aufgabe, auch einen neuen Trainer mit an Bord. Ja. Allein das ist ja dann letztendlich nochmal auch eine gewisse Herausforderung, sowohl für die Mannschaft, aber auch für das ganze Konstrukt, sodass der Trainer erstmal ankommen muss, seine Philosophie letztendlich an die Mannschaft transportiert. Von daher bin ich da bei weitem nicht unzufrieden und glaube auch, dass wir mit den Jungs in der Saison noch viel Spaß haben werden. Der neue Trainer ist Till Dreißigacker, wird er auch ausgesprochen. Ne? Robin grinst schon, also es war dein Co-Trainer jetzt bis Sommer in Anderten. Wie ist das zustande gekommen? Also wie seid ihr auf den Till gekommen? Nicht über Robin. Nicht über Robin. Weil Robin hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, hat ja auch bis Sommer jetzt, bis zur letzten Saison jetzt auch in Alfeld gespielt. Teilweise. Wie ist das gekommen? Also natürlich haben wir uns da mal drüber ausgetauscht. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch oder ist naheliegend. Mhm. Aber wir haben einen relativ großen Kreis erst gehabt, wo wir uns überlegt haben, in welche Richtung wollen wir gehen. Wir wollten eigentlich ganz gerne einen jungen Trainer haben, der ambitioniert ist und der halt auch Lust auf mehr hat und seinen eigenen Weg verfolgen will. Und da ist dann letztendlich relativ schnell der Name auch mit Till ins Spiel gekommen. Und dann sind wir auch relativ zügig uns einig geworden. Ja. Aber Robin ist jetzt nicht böse, dass er... Nee, ich wollte ihn ja loswerden und war froh, dass er ihn genommen hat. Nein, Arne hat mich angerufen, hat gefragt, ob ich wen kenne, ob ich da was zu Till sagen kann. Und ich denke, wenn man als Co-Trainer irgendwo arbeitet und hat die Chance, dann Cheftrainer zu werden, dann muss man diese Chance wahrnehmen. Und ich habe Till das auch gesagt, ich hätte ihn gerne behalten, war ein super Co-Trainer, aber ich finde, diesen Schritt muss man einfach gehen, weil Co-Trainer, Haupttrainer ist schon dann doch nochmal ein Unterschied. Okay, ja, dann danke, dass ihr so einen kurzen Einblick gegeben habt, wie das gelaufen ist. Apropos gelaufen, nicht so gut gelaufen ist jetzt der Saisonauftakt bei euch. Bei der SG Börde habt jetzt 30-34 verloren am Wochenende. Am Ende stehen jetzt eben auch 4 Niederlagen zum Auftakt zu Buche. Woran hapert es denn bei euch aktuell? Ja, wir kriegen unser Spiel nicht, das, was wir spielen wollen, kriegen wir nicht auf die Platte, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. In der Abwehr kriegen wir jetzt die letzten 2 Spiele, einmal 19 und einmal 20 Gegentore, jeweils in der ersten Halbzeit. Das ist definitiv viel zu viel. Und ja, die einfachen Tore durch eine kompakte Abwehr dann zu machen, ja, das fehlt uns komplett. Vorne schmeißen wir die Bälle weg, spielen nicht das, was wir spielen wollen und laden die Gegner dann für einfache Tore ein. Und woran liegt das ganz konkret? Also, das wissen wir selber noch nicht ganz genau. Ansonsten hätten wir schon abgestellt. Und das ist halt das, wo wir jetzt Dienstag, Donnerstag wieder dran arbeiten werden und müssen.
um das schnellstmöglich hinzukriegen und ja, das abzustellen. Ja. Was war eigentlich am ersten Spieltag los? Ich habe heute noch mal in dieses Nu-Liga im Internet geguckt. Das wurde gegen euch gewertet. Kann es sein, weil ihr da einen falschen Spieler aufgeschrieben habt oder so? Ich habe gesehen, dass euer Spieler Sebastian Frohböse in der Aufstellung war. Wie kann sowas passieren? Das kann ich dir nicht sagen. Aber dafür bin ich nicht zuständig. Ja klar, wir haben uns darüber unterhalten, aber wie das jetzt im Endeffekt zustande kam. Also einfach falsch geklickt. Ich meine, das Spiel habt ihr verloren, von daher ist es egal. Aber ja, das wäre noch ärgerlicher, ne, wenn du da gewinnst und hast dann einfach mal anstatt Henrik Frohböse, Sebastian Frohböse, der ganz woanders spielt. Aber wie ist sowas überhaupt möglich? Oder ich habe da keinen Plan von, aber dass sowas überhaupt geht technisch. Also wie das mit dem Zeitnehmer da funktioniert, mit dem Nu-Liga, das kann ich dir auch nicht sagen, wie man das einträgt oder so. Da habe ich mich nie mit befasst. Dafür haben wir jeweils unseren Kampfrichtertisch und unser Manager, der sich darum kümmert. Und davon. Also Klaus Klette seit nie. Und wie ist es dann ausgegangen? Also 0-0. 0-0. Aber mit 2-0 Punkten für die Gegner. So. Ah, okay. Aber kommt ja beim Handball, glaube ich, auch nicht so oft vor. Aber ist ja gut für das Torverhältnis, oder? Ja. Also clever im Endeffekt. Wenn du jetzt gewonnen hättest, nicht so. Ja, du. Jetzt ist es ja so, ihr habt 4 Niederlagen, Fallersleben, die stehen vor euch, die haben auch bislang noch gar nicht gewonnen. Da spielt er jetzt am Wochenende. 2 Wochen. Oder in 2 Wochen das nächste Spiel. Was habt ihr euch so da ausgerechnet? Wie geht ihr da jetzt ran? Das ist ja schon ein Spiel, was ihr gewinnen müsst. Ja, Fallersleben steht direkt über uns, haben auch noch kein Spiel gewonnen halt. Aber auch da ist es nicht einfach zu gewinnen, weil die haben sich auch immer verstärkt. Die haben viele neue Spieler geholt und ja, wenn die richtig eingespielt sind, dann wartet da ein harter Brocken auf uns. Und ja, der Herausforderung stellen wir uns und dann müssten wir da eigentlich 2 Punkte mal holen. Okay, dann warten wir das ab. Daniel grinst schon. Eine Phrase war aber noch nicht ganz dabei. Ne? Nee, ich habe nur einen Fan im Chat von Stefan entdeckt. Gaube kommen ins Huckebein, ja, sehr schön. Das ist vielleicht heute. Ja, der kennt sich nicht so aus, da wie nur OO oder 0-0 oder was das ist. Der ist ja bei uns auf der Seite auch immer sehr aktiv, aber montags Ruhetag. Ah. Toller Tipp. Vielen Dank dafür, Stefan. Ich würde jetzt gerne mal eine Liga höher springen. Also ihr seid ja in der Oberliga. Das ist die, was ist das, 4. höchste Liga im Handball. Da sprechen wir später auch noch über dieses Konstrukt Regionalliga dann mal. Robin, du bist beim TSV Anderten, Trainer seit 2021. Ihr seid nicht so wie die Eintracht oder die Sportfreunde Söhre in der gleichen Staffel, sondern ihr seid in der, wie heißt es, Nord oder Nordwest? Wir sind im Nordosten, Eintracht im Nordwesten. Also Nordost, ja. Genau. Ihr spielt eher im Norden, genau. Habt aber auch bislang alles verloren, also seid auch nicht so glücklich in die Saison gestartet, in der 3. Liga. Wie ordnest du das Ganze ein? Also wie läuft das dann eine Liga höher? Du bist natürlich auch unzufrieden und woran machst du das bei euch fest? Ja, natürlich bin ich unzufrieden, wenn man mit 3 Niederlagen startet. Wir haben uns das Ganze ein bisschen anders vorgestellt, haben letzte Saison eine sehr gute Saison gespielt, sind 5. geworden und dementsprechend steigen natürlich immer die Ansprüche. Man muss sagen, wir haben einen Kader, der in der 3. Liga, denke ich, nichts mit dem Abstieg direkt zu tun haben sollte. Trotzdem spielen wir von Anfang an eigentlich gegen den Abstieg. Wenn man natürlich so eine Saison gespielt hat wie letzte Saison, nimmt man sich selber mehr vor und muss sich dann an diesen Ansprüchen, die man an sich selber stellt, auch messen lassen. Und dem werden wir gerade noch nicht ganz gerecht, wobei man auch sagen muss, wir haben in Berlin verloren. Das war gerade jetzt, wenn man nach 3-4 Spieltagen sich das anguckt, eine Niederlage, die gar nicht so überraschend war. Die haben jetzt auch Braunschweig geschlagen. Und dann verlieren wir zu Hause gegen Rostock, letzte Saison 2. Liga. Mhm. Auch in Ordnung. Was uns aber wehtut, ist das Spiel in Eiderhade vor 2 Wochen. Das dürfen wir nicht verlieren. Aber wie das manchmal so ist im Sport, wenn man 2 Niederlagen davor hatte, fängt der Kopf an zu arbeiten und dann wird es immer schwieriger. Und jetzt haben wir zum Glück spielfrei gehabt, hatten Zeit, uns ein bisschen auf uns zu konzentrieren und wollen nächste Woche gegen Altenholz dann probieren, die ersten Punkte zu holen. Mit dir auf der Platte oder?
Nee, an der Seite, einer Seite auf der Bank. Aber ist das eine Option? Also denkst du da dann auch drüber nach, wenn ihr schlecht in die Saison kommt, dass du dich da selbst nochmal reinschmeißt? Oder ich glaube, ist das keine Option? Im äußersten Notfall wäre das vielleicht ein Gedanke wert, aber absolut, aber jetzt gerade ist das gar keine Option. Ich habe einen Kader, der ist gut. Mhm. Ich habe Spieler, denen ich vertraue und muss meine Funktion als Trainer da ausfüllen. Von daher habe ich da genügend Aufgaben neben der Seitenlinie oder an der Seitenlinie und sollte mich auch darauf konzentrieren. Das nächste Spiel spielt er gegen den Tabellenführer TSV Altenholz. Also auch keine ganz so einfache Aufgabe wie bei euch. Wie geht ihr da ran? Wie bereitet ihr euch darauf vor? Oder sagst du, wir müssen das übernächste erstmal? Nee, auf keinen Fall. Also ich habe eine Mannschaft, die in Teilen schon sehr erfahren ist in der dritten Liga und die auch die letzten Jahre gezeigt hat, dass sie immer für eine Überraschung gut sind. Und gerade zu Hause war das über die letzten Jahre so, dass wir da immer mal wieder Punkte geholt haben, mit denen keiner gerechnet hat. Und genau das werden wir probieren. Und jetzt sich aufs übernächste Spiel vorzubereiten, das wäre, glaube ich, totaler Quatsch. Jeder Leistungssportbetreib weiß das. Ja. Und wir wollen dementsprechend jetzt schon nächstes Wochenende direkt die ersten Punkte holen. Wie viele Herrenmannschaften habt ihr in Anderten? Vier? Fünf. Fünf sogar. Und du spielst aber bei Anderten vier? Ich habe letzte Woche einmal ausgeholfen, Ich hatte meinen Pass eigentlich noch in Alfeld liegen bei Arne und wir hatten dann in der ersten Herren tatsächlich kurzzeitig ein kleines Verletzungsproblem in der Woche und da habe ich gesagt, zur Sicherheit hole ich mal meinen Pass, habe ihn zum Glück dann nicht für die erste Herren gebraucht. Und dann kam die vierte Herren, wo ein paar ehemalige Kumpels spielen und haben gesagt, hier am Wochenende hättest du nicht Lust nochmal und dann habe ich das nochmal für ein Spiel gemacht. Ja, ich glaube, so ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass du da vielleicht nochmal auf dem Feld eingreifst. Wie viele Tore hast du gemacht? Fragst mich was. Fünf. Oder sechs? Fünf? Fünf war es. Der Manager weiß es. Weißt du das? Das verfolgt. Ja, klar habe ich das verfolgt. Für die vierte hätte ich ja nicht freigegeben. Jetzt müssen wir kurz nochmal Anton, der heute übrigens doch auch hier ist, also wir werden ihn heute nicht sehen, wie das im Sport so ist nach zwei Niederlagen, der Kopf fängt an zu arbeiten. Da habe ich nicht aufgepasst, von wem waren das? Nee, das war von Robin. Ja, sehr schön. Ja. Also, dann haben wir was hier in unsere Phrasen. Badewanne. Vielen Dank. Großartig. Ich weiß nicht, ob das Geld war, was da reingeflogen ist. Hört sich nicht so an. War aber so eine sehr harte Auslegung von Phrasen, oder? Also, ja, wir müssen das hier ein bisschen konsequenter angehen. Weil du nicht richtig aufgepasst hast. Ich werde nur in Stichworten antworten. Robin, du hast gerade gesagt, ihr habt einen guten Kader für die dritte Liga. Inwiefern spielt denn da eine Rolle, dass ihr euren besten Feldtorschützen Lukas Quedenbaum dann an Daniel Deutsch abgeben musstet? Die Eintracht. Das spielt natürlich eine Rolle. Also Lukas bzw. Ernie, ich habe gehört, in Hildesheim wird er gar nicht so genannt, ne? Doch, mittlerweile. Mittlerweile schon. Sogar vom Hallensprecher. Nee. Es gab von der Schwiegermutter, das ist ja meine Schwiegermutter, hat dem Hallensprecher schon gesagt, weil er Ernie einmal gesagt hat, habe ich gleich weitergeleitet, jetzt würde es regelkonform mit Ernie weitergehen. Okay, dann bin ich beruhigt. Nee, also natürlich tut uns das weh, weil letztes Jahr bester Feldtorschütze der Liga. Ist auch menschlich für die Mannschaft ganz, ganz wichtig gewesen, war, ich weiß gar nicht, 13 Jahre, glaube ich, in der Mannschaft. Einfach ein Bomben-Typ und ein super Handballer. Ja. Natürlich tut das weh, keine Frage, aber ich glaube, für ihn war das genau der richtige Schritt. Ich habe ihm das auch, als die Anfrage kam aus Hildesheim, habe gesagt, mach es, es tut dir gut, mehr Training, mehr Professionalität. Und von daher bin ich da für ihn sehr, sehr zufrieden, dass das so läuft. Ich hätte ihn natürlich gerne behalten, aber wir sind auch nicht in der Lage, da irgendwie einen Stein in den Weg zu legen. Wie läuft das dann da ab? Also wenn ihr einen Trainer sucht, dann sprichst du den Robin ja schon mal an. Hier kennst du wen, aber du rufst jetzt nicht Robin John vorher an und sagst, wer ist denn dein bester Spieler aus dem Team, ich will den haben. In dem Fall bei Lukas war das natürlich relativ kurzer Dienstweg, weil ich ja auch familiär mit ihm irgendwie verwunden bin. Da hatten wir das Jahr davor schon mal lose drüber gesprochen. Dieses Jahr eben nochmal. Mich freut es natürlich für meine Mannschaft, weil einmal unabhängig vom Handballischen ist Lukas ein Typ, den man eigentlich nicht mögen kann. Und genau das ist auch in dieser Mannschaft passiert. Also einmal innerhalb der Mannschaft, aber so wie meine Wahrnehmung auch außerhalb ist, macht er einfach einen guten Eindruck. Und dem kann man auch nichts krumm nehmen. Also ich schaffe es schon manchmal, aber generell. Hat er bei euch eigentlich auch im Rückraum gespielt?
Letzte Saison haben wir damit angefangen. Ja. Also er war eigentlich jahrelang wirklich ein klassischer Rechtsaußen. Wir hatten letzte Saison dann aber ein bisschen Verletzungsprobleme. Dann ist es so ein bisschen durch einen Zufall entstanden und es war relativ schnell sichtbar, dass er da, ja eigentlich schade, dass er jetzt schon so alt ist, aber dass er da wirklich gute Anlagen hat und hat das letzte Saison dann auch phasenweise echt gut gemacht. Ich brauchte ihn aber leider auf Rechtsaußen auch, deswegen konnte ich ihn nicht teilen. Er hat dann bei uns mehr Rechtsaußen gespielt. Ich glaube, so im Nachhinein betrachtet, hätte man mit ihm da schon mal vor 5, 6 Jahren anfangen können, ihm da ein bisschen was beizubringen. Ich weiß, er hat immer ganz, ganz viele Fragen. Er hat mir auch von Daniels Training erzählt, dass er immer wieder am Reden ist und Fragen ist, was er denn wo machen soll. Also ist er auch sehr, sehr wissbegierig. Mhm. Ja, aber es ist schade, dass man nicht vielleicht 5, 6 Jahre eher drauf gekommen ist, ihn mal in den Rückraum zu stellen. Ja, und du hast das jetzt vor, ja? Ich habe das aber auch, so wie Robin das eigentlich schon gesagt hat, er wird bei uns auch im Rückraum spielen, beziehungsweise hat schon im Rückraum gespielt. Allerdings soll er jetzt gar nicht so viel initiieren, sondern geht mehr um die Situation, dass er gut zwischen 5 und 6 Durchbruch machen kann. Und der ist wirklich sehr akribisch, beziehungsweise will sich auch noch in seinem relativ hohen Handballalter immer noch weiterentwickeln. Und das macht generell Spaß, ja. Mhm. Jetzt sind wir bei dir, also ihr hattet im Gegensatz zu den anderen beiden davor ja schon einen Start nach Maß. 40-29 gegen Gummersbach, 32-25 gegen Söhre im Derby in der Volksbank Arena und jetzt das letzte Spiel 25-31 in Wilhelmshaven gewonnen. Mhm. Hast du damit gerechnet, dass ihr da so startet in die Saison? Ja, gerechnet mir ein bisschen schwer, weil in der Vorbereitung, also Vorbereitung ist Vorbereitung, das weiß jeder Spieler, jeder Trainer. Man wünscht sich ein Stück weit, dass natürlich die Form oder das, was möglich ist, hat die Mannschaft in der Vorbereitung schon gezeigt. Wir hatten leider relativ wenig Spiele, also weniger, als ich mir das gewünscht hätte. Und dann war das auch noch so ein Unsicherheitsfaktor. Trotzdem freut es mich natürlich umso mehr, dass wir diese Form oder das, was die Mannschaft gezeigt haben, jetzt in die Saison rübergebracht haben, jetzt mehr oder weniger in dieser Saison drin sind, fast schon leider jetzt ein spielfreies Wochenende hatten, hätte gern auch weitergespielt. Nichtsdestotrotz macht die Mannschaft einfach einen guten Eindruck. Gerade im letzten Spiel gegen Wilhelmshaven waren wir nicht optimal effektiv, so auch wie in den anderen Spielen, da haben wir noch ein bisschen... Nee, also sag's ruhig. Auf jeden Fall kann das noch besser werden. Ja. Und trotzdem, was mir gut gefallen hat, war einfach, gerade jetzt in Wilhelmshaven, dass wir, obwohl wir 1-2 am Anfang haben liegen lassen gegen starken Torwart Jakob Lefan, wir total konzentriert in der Spur geblieben sind, was mir so ein bisschen zeigt, dass die Jungs dran glauben, an sich selber glauben und auch mit so ein paar kleineren Rückschlägen schon ganz gut umgehen können. Mhm. Ich habe mir die Anfangsminuten in Wilhelmshaven angeguckt, also da stand es doch, ich weiß nicht, 2-2 nach, weiß ich nicht, 12 Minuten oder so, ne? Also da ist ja wirklich wenig passiert. Ihr wart letztes Jahr in der Aufstiegsrunde, seid da aber nicht ganz so erfolgreich gewesen. Mhm. Das Ziel in Hildesheim wird ja immer so ausgegeben, dass es schon klappen sollte irgendwann dann mit dem Aufstieg. Warum glaubst du, dass mit der Mannschaft in diesem Jahr mehr drin ist als im letzten Jahr? Also ich kann ja noch kurz zum letzten Jahr, also glaube ich, dass wir realistisch gesehen nichts mit dem Aufstieg zu tun hatten. Mhm. Trotzdem hat es mich ein bisschen geärgert, dass wir dann in der Aufstiegsrunde, weil wir auch dann noch zusätzlich zu dem relativ kleinen Kader ein bisschen Verletzungspech hatten für die Aufstiegsrunde, weil ich glaube, die Jungs haben, die wir da hatten oder die Mannschaft, die wir da hatten, haben sich extrem in die Saison reingekämpft und hätten auch ein besseres Ergebnis in der Aufstiegsrunde verdient gehabt. Mhm. Glaube ich, hätten wir auch erzielen können, aber von diesem... Das mit den Phrasen ist echt schwierig. Auf jeden Fall hätten die das verdient gehabt. Jetzt zum zweiten Teil der Frage, glaube ich einfach, wie es im Sport geht es auch ein bisschen immer um Wahrscheinlichkeiten. Ne? Also ich glaube, dass mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, beziehungsweise das Zielaufstieg realistischer. Weil wir, Roman hat schon gesagt, relativ professionell, was man sich darunter vorstellen kann. Wir können viel trainieren. Wir haben immer alle dabei zum Trainieren. Und das sollte einem im Sport auf jeden Fall einen Vorteil geben, beziehungsweise die Mannschaft auch so zusammengestellt,
dass sie sich hoffentlich in der Saison auch noch entwickeln kann. Also wir haben jetzt nicht nur fertige Spieler, beziehungsweise haben wir, wenn wir ältere Spieler haben wie Lukas, einfach Typen, die auch Bock haben, sich noch zu entwickeln. Und das im Endeffekt müssten wir das auch am Ende der Saison, damit wir eine Chance drauf haben. Mhm. Mhm. Ich möchte dir was anbieten. Also du hältst dich ja sehr zurück immer. Also ich würde dir die nächste Phrase spendieren. Ja, also, die erste ist umsonst, oder? Ja, die erste ist quasi, da schmeiß ich 2 Euro rein, ja? Wollen wir das so machen? Das, was ich hier habe, schmeiß ich am Ende sowieso rein, aber ich will trotzdem jetzt nicht anfangen, der Erste sein, der... Ja. Ach so, aber wir hatten ja gerade schon Vorbereitung ist Vorbereitung, ist das keine Phrase? Also ist es im Handball eine Phrase? Ich weiß es nicht. Fußball, ja. Hier mit euren Phrasen hier. Ja. Wir lassen sie erstmal so laufen, aber wie gesagt, das Angebot steht hier. Ja, Daniel. Ja, Laki, Freitagabend gab es dann für euch endlich den ersten Punkt auch. Also ihr seid auch nicht besonders gut in die Saison gestartet. Wie zufrieden warst du da mit der Leistung deiner Mannschaft? Das war ja am Ende ein glücklicher Sieg, ganz am Ende. Also wirklich noch kurz vor Schluss dann. Oder? Ja. Ich war natürlich erstmal sehr, sehr froh für die Mannschaft, dass sie nicht zu lange warten muss für ihren ersten Punkt diese Saison. Das ist natürlich nicht einfach für so einen Jungs, wenn du mit 3 Niederlagen startest, nach einer sehr, sehr guten Saison letztes Jahr. Und die Mannschaft hat einfach wieder zu ihren Tugenden gefunden, hat kämpferisch eine ausgezeichnete Leistung gezeigt. Und dann kam natürlich auch ein bisschen Glück dazu am Ende, und wo es auch vom Spielverlauf ein sehr gerechtes Ergebnis war. Und wir haben auch bei einem guten Gegner gespielt, das muss man auch sagen. Also Spenge ist schon eine ziemlich abgezockte Mannschaft. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt wieder Auftrieb gibt für die Saison. Das nächste Mal oder als nächstes geht es gegen Gummersbach 2. Gibt es da den ersten Saisonsieg oder wie? Das ist immer mein Ziel. Also ja, ich gehe ja nicht. Habe ich mir gedacht. Ich gehe ja nicht in ein Spiel und sage, wir fahren nach Gummersbach, ja, und werden da verlieren. Also ich denke, es ist immer was möglich. Mhm. Ne? Natürlich ist diese Mannschaft Gummersbach auch sehr gut gestartet und die haben eine echt gute Mannschaft, haben gute junge Spieler, die wahrscheinlich auch teilweise regelmäßig in der Bundesliga-Mannschaft mittrainieren, 2, 3 Leute. Aber wir werden uns wieder gut vorbereiten, und wenn sich die Mannschaft wieder an diese Tugenden besinnt und effektiv spielt und in der Abwehr arbeitet wie richtige Maschinen, wie das jetzt am Wochenende war, dann kann das was werden. Mit Pascal Kinzel noch im Tor dahinter. Ist immer wichtig. Torhüter ist eine der wichtigsten Positionen im Handball. Das kann, glaube ich, jeder hier bestätigen. Und wenn du Paraden hast, dann kannst du auch einfache Tore im Gegenstoß machen. Und die haben leider in den ersten 3 Spielen gefehlt. Was schmunzelst du so? Gar nichts. Jetzt gegen Gummersbach geht es als nächstes. Holt ihr euch da oder ruft ihr da auch mal euch an und fragt mal nach, wie war denn das oder wie bereitet ihr euch darauf vor? Sprecht ihr da mal miteinander? Weil das ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt. Söhre, Eintracht. Dieses Jahr noch nicht, aber letztes Jahr haben wir uns ein paar Mal getroffen und gequatscht, ja. Aber nicht nur vor der Presse, oder? Nö, auch so. Nö. Auch so? Mhm. Okay. Jetzt hat es vor der Saison eine veränderte Staffeleinteilung gegeben. Ich habe es schon gesagt. Also ihr seid in einer anderen Staffel als Söhre und Eintracht. Eintracht und Söhre, ihr seid ja letztes Jahr bis nach Bayreuth gefahren. Also doch auch schon etwas weiter. Jetzt ist es wieder ein bisschen umgedreht. Jetzt müsst ihr quasi in die andere Richtung. Und Robin, ihr müsst jetzt nach Burgenland. Sehr nach Burgenland, schön, oder? Usedom. Ja, oder Usedom. Kann man da sagen, nach den wenigen Spieltagen, welche Staffel die stärkere ist? Das ist immer müßig. Ich würde jetzt schon sagen, dass die Nordoststaffel in der Breite, dadurch, dass du mit Magdeburg und den Füchsen schon immer sehr starke zweite Mannschaften hast. Lage, ich muss jetzt gegen Gummersbach spielen. Wir haben gegen Gummersbach gespielt. Das ist auch eine sehr gut ausgebildete Mannschaft. Also und am Ende des Tages, glaube ich, sind das immer Nuancen. Ist das im Schnitt ist das dritte Liga, und dann ist vielleicht mal einteilungstechnisch die eine Staffel ein bisschen stärker oder so. Aber ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen.
Wie siehst du das? Findest du es ein bisschen schade, dass ihr jetzt in die andere Richtung gerutscht seid? Wir waren ja letztes Jahr auch schon nicht in einer Staffel. Ich hätte natürlich gerne Hildesheim als Derby, Söhre als Derby. Das ist, ich sag mal, rein finanziell schon immer attraktiv, wenn man dann in eine volle Halle kommt. Wenn man sich jetzt das Derby Eintracht gegen Söhre anguckt, gut, ist nochmal ein bisschen was anderes. Trotzdem, ich glaube, Hannover, Hildesheim, hätten auch viele Zuschauer gehabt. Und von daher natürlich ist das schade. Aber wir kennen das aus den letzten Jahren. Und es ist echt, wie Daniel sagt, müßig, sich darüber dann aufzuregen oder zu munkeln, welche Liga ist stärker. Sondern man nimmt die Sache so, wie sie ist und probiert das Beste daraus zu machen. Okay. Das ist doch eine Phrase, oder nicht? Stefan, was meinst du? Schön, wie du direkt aufstehen willst. Die belauern sich hier alle mit den Phrasen und Daniel, der will ja schon bald gar nichts mehr sagen. Also. Schade. Dann danke erstmal. Wir haben jetzt von Nicolas Winter bislang immer als Fußballvirtuose aufgefallen in unseren Sendungen. Kennt sich auch ein bisschen mit Handball aus, denn er schreibt hier, Larky selbst mal wieder auf die Platte. Das ist wahrscheinlich eher unrealistisch im Gegensatz zu Robin, ja? Bei irgendwelchen Robin ist aber um einiges jünger, ne? Ja. Und dann stellt er noch hinterher eine Frage, die du aber gerne beantworten darfst. Wann kann Niklas Iman wieder spielen? Der hat sich ja Ende der Saison eine schwere Verletzung zugezogen. Ich weiß nicht, kann der im Oktober wieder spielen oder wie sieht es bei dem gerade aus? Ja, ich hoffe halt, dass er bald wieder einsteigen kann. Gab ein paar Komplikationen bei ihm und wir wollen das Ganze in Ruhe angehen alles. Das ist für euch ja auch durchaus ein sehr wichtiger Spieler. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für meine Mannschaft. Aber wie gesagt, ich habe da, wie man mich kennt, nie gejammert. Man muss immer mit dem leben, was man hat. Ich freue mich, sobald er wieder zurück ist, weil das natürlich die Qualität meiner Mannschaft wieder um einiges steigert. Mhm. Weil er auch jemand ist, der vorangeht und der auch schon Erfahrung hat. Ja. Und ich hoffe halt, wie gesagt, dass Niki bald wieder dabei ist. Aber wir können es noch nicht genau absehen, wann es denn soweit ist. Okay. Ich würde jetzt ganz gerne über die Handballreform zur Saison 24/25 sprechen. Arne, für euch ist die dritte Liga ja aktuell zumindest noch keine Option oder doch? Aktuell, also ich sehe da erstmal gar keine Perspektive für uns für eine Drittliga. Also wir sind keine Drittligamannschaft und wir haben auch in dem Verein überhaupt gar nicht die Strukturen dafür, dass wir das irgendwo so leisten können. Und aus der Historie heraus haben wir tatsächlich auch nicht so rosige Erfahrungen damit gesammelt. 2005, 2006 sind wir mal Niedersachsenmeister geworden, sind damals noch in die Regionalliga aufgestiegen und lag ich schmunzeln schon, der kann sich da vielleicht auch noch dran erinnern. Und dann ging es danach auch dann wieder ganz rapide bergab. Ja. Und das wollen wir natürlich möglichst im Verein verhindern. Das heißt, wir wollen da gesund weiterwachsen und daher kommt jetzt die Reform uns vielleicht auch ein Stück weit entgegen, um möglichst auf einem hohen Niveau spielen zu können oder vielleicht auch nochmal einen neuen Anreiz für die Spieler irgendwo zu finden. Was aber noch im Verhältnis zu den Kosten her erschwinglicher ist, sagen wir es mal so. Mhm. Wie viel da müsst ihr werden am Ende, um in die Sechster? Du sprichst ja die Reform an. Also was kannst du noch mal für alle kurz erklären, worum es da geht? Ja, also der Handballverband Niedersachsen-Bremen wird am Ende der Spielzeit die Oberliga Niedersachsen und die Oberliga Nordsee zusammenführen zu einer Regionalliga, zumindest die ersten sechs der Mannschaft. Mhm. Das heißt, es soll eine Staffel sein, die 14 Plätze bereithält, wobei Platz 2 bis 6 sich direkt dafür qualifizieren. Mhm. Und der Rest dementsprechend aufgefüllt wird. Das heißt, je nachdem, wie viele Absteiger aus den dritten Ligen kommen, die dann in die jeweilige Staffel mit reinfallen würden, kann es auch durchaus sein, dass es, wenn es nur 1, 2 Absteiger gibt, vielleicht auch eine weitere Relegation gibt, wo dann Platz 7, 8 über Kreuz zwischen der Oberliga Niedersachsen und Nordsee gegeneinander antreten werden. Mhm. Heißt also im Umkehrschluss, wenn wir sicher mit dabei sein wollen, dann müssen wir irgendwo unter den ersten 6 sein. Da, wo ihr gerade seid, jetzt ist die Saison noch jung, ist das euer Ziel auch, die Regionalliga? Ja, klar. Also als Sportler oder generell, wenn man sich oder wir sind ja angetreten, um uns Ziele zu setzen. Also wir wollen ja nicht einfach nur Handball spielen, damit wir uns so ein bisschen bewegen, sondern wir haben ja auch Ziele, die wir uns setzen. Und das ist mit der Mannschaft und auch im Verein soweit mit besprochen. Und das, was halt irgendwo leistbar ist, das wollen wir halt versuchen zu erreichen. Und
da arbeiten wir für. Du hast gerade schon gesagt, Strukturen schaffen, langsam wachsen. Ich habe mir das auch auf eurer Homepage angeguckt. Da wird ja, also sehr professionell, finde ich, wird das da schon betrieben. Also Mitglied werden, Sponsoren, da steht eben auch, ihr wollt langsam wachsen und alles nach und nach. Ist das so oder stammt das von dir? Hast du das als Geschäftsführer implementiert, so dieses Ziel? Oder wer arbeitet da so mit bei euch? Also generell bin ich ein Freund von einem Zusammenschluss. Alleine, glaube ich, kann das keiner schaffen. Sicherlich habe ich meinen Teil irgendwo dazu beigetragen und vielleicht auch ein paar Impulse gegeben, aber alleine kann ich das nicht leisten. Ja. Das heißt, da brauchen wir halt auch letztendlich einfach einige Menschen, die da eben auch mitziehen. Und das funktioniert aktuell ganz gut. Wir haben uns da in dem Bereich, oder jetzt speziell, was so Leuchtturmstellung in Eifelt ist, mit der ersten Herren, haben wir uns halt ganz gut entwickelt. Im Jugendbereich ist auch einiges passiert. Wir haben viel im Mini-Bereich mit dabei, wo wir wirklich jetzt auch zusehen müssen, dass wir halt aus der Breite auch Spitze generieren. Das wird sicherlich noch einen Moment dauern, aber da stehen wir, glaube ich, hier in der Runde, stehen wir erstmal noch so als kleines Licht da. Also da brauchen wir noch ein bisschen. Wir arbeiten akribisch dran und schauen mal, wo wir uns dahin entwickeln. Jetzt musst du mir verraten, das ist eigentlich eine Frage irgendwann für später, aber Piraten von der Leine, wie kam es denn dazu? Alkohol hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Also tatsächlich ist das nichts irgendwo gewesen, was wir in der ersten Herren oder so von vornherein als Markenclaim oder ähnliches ausgerufen haben, sondern wir haben damals in der zweiten Herren einen DJ gehabt oder einen Kabinen-DJ gehabt, der hat immer das Lied von den 257er, ich weiß nicht, heißen sie so, Piraten, oder wir sind Piraten, Piraten mit dem Schiff und so weiter. Ja. Dieses Lied lief immer und irgendwann haben wir dann, ich glaube, bei Facebook so den ersten Post mal losgelassen, die Piraten von alleine haben mal wieder gewonnen. Und irgendwie ist das dann halt immer weiter gewachsen und aus dieser feuchtfröhlichen Stimmung ist dann halt irgendwann der Gedanke gewachsen, wir könnten das ja wirklich vielleicht irgendwie als Markenclaim aufbauen. Ja. Und das hat sich dann halt peu à peu immer weiter entwickelt. Dann kamen zwei Freunde mit dazu, die dann dafür auch noch ein Logo gebaut haben. Und also so ist das aus dem Verein heraus entstanden. Und jetzt mittlerweile bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen stolz darauf, dass wir auch so wahrgenommen werden in der Presse. Ja. Das war für uns so ein riesiger Meilenstein. Also klingt vielleicht ein bisschen albern, aber war tatsächlich so. Als dann das erste Mal in der Zeitung drin stand, die Piraten von alleine. Ne? Und das polarisiert natürlich auch ein bisschen. Ja. Also das merkt man auch. Ne? Also wir werden dadurch dann vielleicht auch manchmal ein bisschen belächelt. Ja. Aber grundsätzlich finde ich das überhaupt nicht schlimm, weil so bleibt man im Gespräch. Und das ist das, was wir wollen. Denn ich glaube, mit Eifelt haben wir zumindest so in dem Kreis Hildesheim ja immer so eine kleine Außenseiterrolle. Und somit müssen wir uns halt Gedanken machen, wie wir es irgendwo hinbekommen, dass wir eben im Gespräch bleiben. Ja. Da trägt das sicherlich mit so bei, aber auch Sachen wie zum Beispiel der Sport des Hildesheim Cup, sodass wir halt immer wieder auch einen kleinen Impuls setzen können, auch in die Richtung Hildesheim und zu sagen, hey, wir sind dann doch noch da. Und das mit den Piraten zieht sich auch durch die Spielberichte unter anderem durch. Also fand es sehr amüsant zu lesen. Also schon eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob das irgendwann in Augenklappen während des Spiels irgendwie darin mündet. Weiß ich nicht. Robin hat sich immer geweigert, einen zu tragen. Aber ach, habt ihr das tatsächlich? Ja, ja. Ach so. Also eigentlich nur für Robin, aber der hat jetzt ja aufgehört. Nein, haben wir nicht, natürlich dann, nicht. Ja, aber warum nicht? Das ist ja eine gute Idee vielleicht. Nehme ich mal mit. Du hast gerade so ein bisschen berichtet, dass ihr so ein bisschen das, ich nenne es mal, professionalisieren wollt, so ein bisschen das auf so ein bisschen auf professioneller Ebene stellt, langsam wachsen wollt. Robin, bei euch ist es auch ganz spannend zu sehen. Du bist jetzt, so habe ich es zumindest gelesen, auch ein Geschäftsführer beim TSV Anderten. Ihr habt jetzt im Sommer eben, vorher hieß ihr lange Jahre HSV Hannover. Ich weiß nicht, seit 2007 oder also irgendwie schon eine ganze Zeit jetzt. Und jetzt seid ihr back to the roots, wieder als TSV Anderten. Was hat es damit auf sich?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Wir waren, oder der TSV Anderten war vor mittlerweile 13, 14 Jahren in der zweiten Liga. Mhm. Damals war Burgdorf noch der große Konkurrent in der zweiten Liga. Ich glaube, Daniel, du hast damals sogar noch bei Burgdorf gespielt, als Anderten und Burgdorf relativ auf Augenhöhe waren. Gibt es auch einen schönen Song über Hannover? Wir sind der HSV Hannover. Ja, habe ich also mitgesungen damals noch mit Christian Prokop. Kann man mal googeln, ja. Es gab auch mal Wir sind die Hildesheimer, gab es auch, und dann habt ihr euch das abgeguckt. Da. Wahrscheinlich. Ja. Damals war einfach der Ursprung, wir müssen die Region Hannover irgendwie mitnehmen, müssen weg von diesem kleinen Örtchen Anderten, müssen ganz Hannover einnehmen, als wir in der zweiten Liga waren. Damals war dann aufgrund der Insolvenz eines Hauptsponsors im Prinzip ein Zwangsabstieg nötig. Der Name blieb dann über lange Zeit, hat sich eigentlich auch etabliert. Wir haben jetzt aber im Sommer gesagt, irgendwie, wir brauchen mal wieder dieses Back to the Roots. Wir sind der TSV Anderten. Mhm. Wir haben eine super Jugendabteilung und Kinder, die ab den Minis bei uns singen, wir sind alles Anderter Jungs. Und warum sollen jede Jugendmannschaft, jede Mannschaft bei uns TSV Anderten heißen und die erste ja nicht? Ja. Und da haben wir gesagt, wir machen einen kleinen Umbruch, zumindest was die GmbH betrifft. Verjüngen uns da ein bisschen, stellen uns ein bisschen auf breitere Beine und besetzen quasi wieder diesen Ort Anderten. Weil Hannover, muss man sagen, ist abgedeckt. Da sind die Recken nirgendwo einzuholen in einer ganz anderen Ebene. Und ja. Wir wollen jetzt einfach stolz darauf sein, dass wir Anderten sind, dass wir ein Verein sind mit guter Jugendarbeit und wollen so ein bisschen so einen kleinen neuen Weg gehen. Okay, also wir merken das schon, die Piraten, TSV Anderten, habt ihr irgendwie, die Recken gibt es ja auch noch. Da habt ihr aber jetzt nicht noch, dass ihr da noch irgendwie was dazu... Nein, wir haben einfach nur gesagt, wir sind Anderten, weil das eigentlich schon Marke genug ist. Wie gesagt, unsere Jugend ist eigentlich seit Jahren so, dass da, wir haben jetzt von 18 Spielern, die wir haben, 14 eigene Jugendspieler in der ersten Herren. Und wir wollen da wirklich für uns stehen. Wir wollen sagen, wir sind der TSV Anderten, wir sind stolz drauf und jeder Minispieler soll wissen, die erste Herren ist genauso wie die Minis. Und von daher ist das unser eigener Weg. Was ist so deine Aufgabe als Geschäftsführer da? Also wie kann ich mir das vorstellen? Trainer, Geschäftsführer, ist das nicht, bist du da nicht ein bisschen befangen? Also entscheidest du dann mit über den Trainer auch oder wie habt ihr euch in den Strukturen? Ja, ich habe jetzt nach drei Niederlagen schon überlegt, ob man den feuern sollte. Ja. nein, natürlich spielt das alles so ein bisschen ineinander rein. Ich habe Aufgaben, die über Sponsoren oder von Sponsoren über, was für Werbebanner hängen irgendwo, über was für eine Ausrüstung haben wir. Aber das Wichtigste war mir eigentlich, dass wir eine relativ enge Verknüpfung hinkriegen zwischen, ich sage jetzt mal, Sportdirektor und Trainer. Und wenn man das in einer Person machen kann, Daniel kennt das aus Hildesheim, muss man da nicht ganz so viele Diskussionen führen. Natürlich mache ich das nicht alles alleine. Wir haben da ein breit gestelltes Team hinter uns. Und wir wollten einfach schnell handeln können. Mhm. Ich habe gesagt, mir wäre es recht, wenn wir auch über neue Spieler reden, dass ich da dann nicht erst 3-4 Leute fragen muss, sondern auch mal selber handeln kann. Mhm. Und von daher finde ich, ist das für mich eine sehr, sehr schöne Position, die natürlich jetzt aber auch irgendwann mal Erfolg bringen muss. Ja, okay. Machst du das hauptberuflich? Nein, ich bin Lehrer in Ilze. Das ist mein Hauptberuf. Alles andere in Anderten ist Hobby und viel Freizeit, die flöten geht, aber die Spaß macht. Also ehrenamtlich. Ja. Jawohl. Okay. Jetzt brauchen wir für euch noch SG Börde, Handball, ein Lied. Habt ihr auch ein Lied? Nee. Einen Namen, einen anderen Namen hier, die Piraten von der Leine. Seid ihr nicht die Adler? Du kannst sagen, seid ihr die Börde-Adler. Die Adler. Die Börde-Adler. Aber wie das zustande kam. Auch in der Kabine. Mit Sicherheit zum Teil, ja. Ja, wie denkst du darüber, wenn du das jetzt so hörst? Also so Piraten von der Leine, muss das für dich sein? Oder? Du, wenn Alfred das machen wollte, ich finde es cool, ehrlich gesagt auch, ne, dass die da was auf die Beine stellen. Mhm. Und ja, wenn sie es schaffen, freut mich das natürlich. Ne? Gerade weil ich mit Arne damals selber noch zusammengespielt habe bei Börde und wir immer eigentlich viel Kontakt hatten. Ja. Deswegen finde ich das schon ganz gut, was er da aufzieht in Eifeld. Wie geht es denn für euch weiter, wenn ihr jetzt nicht unter die Top 6 kommt oder 7., 8., das wird wahrscheinlich schwer. Wie geht es dann weiter? Gibt es dann eine eingleisige Oberliga Nord oder Niedersachsen noch oder wie läuft das? Ja, dann bleiben die restlichen Mannschaften, soweit ich weiß, in der Oberliga. Ja. Und die werden dann halt auch aufgefüllt von unten. Von unten, also nicht, dass diese Nordsee dann da auch mit zukommt, das ist, ihr bleibt dann hier in Niedersachsen und der Rest wird dann von unten aufgefüllt. Also das wäre dann natürlich auch eine Riesenfahrerei dann immer da. Ja, klar. Hoch.
Aber dann hat er vielleicht auch ein Derby, wenn Himmelstür aufsteigen sollte. Ja. Und ihr drin bleibt. Und wir drin bleiben. Könnt ihr denn überhaupt, also ich, ja, dadurch, Stadt Oldendorf hat ja schon zurückgezogen, jetzt zurückgezogen, ne? Hatte, dürfte eigentlich keiner mehr absteigen. Steigt keiner ab. Also habt ihr ja noch eine Saison. Können wir schon Mannschaftsfahrt machen. Aber Spaß beiseite, ist das euer Ziel oder ist dann überhaupt euer Ziel, in die, ja, ich nenne es mal eingleisige Regionalliga zu kommen oder sagt er nach? Also in der Regionalliga wollen wir auf gar keinen Fall. Okay. Und das ist ja auch eine klare Aussage. Ja, ich höre immer, ja, man muss sich ja die Ziele setzen. Laki sagt das und so. Aber nee, das ihr ist sagt, bei uns gar nicht realisierbar. Ja. Da hängt viel zu viel dran. Mhm. Das können wir nicht stemmen. Okay, also bleibt da, sagt er einfach, ja, machen wir so. Und da Stadt Oldendorf zurückgezogen hat, geht da wahrscheinlich auch nichts mehr. Wie sicher ist das? Soweit ich weiß, zu 100%. Und dann? Nur dann, geht doch. Glückwunsch. Aber trotzdem wollen wir ja das ein oder andere Spiel noch gewinnen. So ist es ja nicht. Man geht da jetzt nicht rein. Ja. Von wegen, okay, die Saison ist gelaufen. Mhm. Egal, ob wir jetzt verlieren oder nicht, aber der Ehrgeiz ist trotzdem da, dass wir die Spiele gewinnen. Ja, das glaube ich. Ich glaube, so eine Niederlagenserie ist für die Stimmung eines jeden Teams auch nicht besonders förderlich. Ja. Laki, habt ihr oder hat die dritte Liga generell dann mit dieser Reform irgendwas zu tun? Wie ist das? Oder? Nicht, dass ich wüsste. Außer, dass wenn du absteigst in die Regionalliga kommst. Also wirst nicht weitergereicht in die Oberliga dann, ja? Ja. Nee, okay. Wie viel steigen denn bei euch ab? Wie viel da müsst ihr denn werden? Gute Frage. 3, glaube ich, ne? Ich glaube, 3 steigen ab. Oder gibt es da auch wieder eine Abstiegsrelegation, so wie in der letzten Saison oder so? Also 3 und dann. Ich glaube, das war Corona-bedingt einfach, weil die Ligen aufgefüllt sind, dass es mit dieser Aufstiegsrelegation Abstiegsrelegation ist. Generell ist wahrscheinlich auch nicht für die Runde, aber würde ich es ja auch gut finden, wenn man aus der viergleisigen dritten Liga hin zur eingleisigen zweiten Liga dann das auch nochmal ein bisschen anpasst. Weil es schon schwer ist, aus 4 Staffeln 2 Aufsteiger zu generieren, beziehungsweise der Flaschenhals extrem eng ist. Aber das heißt, ihr müsst wieder in eine Aufstiegsrunde nachher? Es wird, bei uns ist es so, dass es in der dritten Liga wieder eine Aufstiegsrunde gibt, im Sinne von, dass die ersten beiden Mannschaften einmal, glaube ich, in den Nordstaffeln über Kreuz spielen, erster, zweiter, und davon die Sieger nochmal gegen eine der Südstaffeln, die über Kreuz gespielt haben. Wird darüber geredet? Irgendwie? Also tragt ihr sowas an den Verband heran? Also ich habe davon jetzt noch nichts gehört, dass das so passiert. Ich kann es ja, sind natürlich immer die eigenen Probleme, sind die größten. Nee, ja, ich mach schon. Achso, ja, ach, danke. Ja. So, sehr gut. Was ich damit meine, ist natürlich, dass es immer schwierig ist, wenn du am Ende der Saison noch eine Relegation hast, was die Planungssicherheit oder generell die Planung angeht, ist im Sport sowieso schwierig, aber wenn sich schon tendenziell andeutet, dass du eine erfolgreiche Saison spielst, dass du am Ende oben stehst, vielleicht noch mit 2 Konkurrenten, dann hat man eine ungefähre Planungssicherheit. Und jetzt kannst du eine Saison lang vielleicht ohne. Beispielsweise letztes Jahr in Aue gab es die Konstellation, die haben kein Spiel verloren, auch nicht in der Aufstiegsrunde. Und eventuell hätte es sogar dazu führen können mit Torverhältnissen und sowas, dass sie trotzdem nicht aufsteigen. Das ist schon ein hartes Brot dann. Aber scheint aber auch ein großer Sprung zu sein, wie es aussieht, von der dritten in die zweite Liga, muss man auch sagen. Also wenn man jetzt die beiden Aufsteiger betrachtet in die zweite Liga, Finnhorst und Aue. Und man könnte es noch weiter sagen, dass ja Rostock als Aufsteiger der letzten Jahre schon wieder abgestiegen ist. Ja. Eintracht Hagen mit einem extrem großen, was heißt extrem großen, aber aus meiner Wahrnehmung schon ziemlich großen Etat auch da unten. Potsdam nimmt natürlich so eine kleine Außenseiterrolle da ein, weil das einfach aber auch kein normaler Verein im Sinne von, die vergleichbar sind jetzt mit anderen Aufsteigern. Aber sonst wird die Luft da oben eng. Genau. Eng. Okay. Ja, ihr harmoniert aber gut, ihr beiden. Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen dabei. Saisonziele, du hast gerade gesagt, ja, es ist natürlich extrem schwierig aufzusteigen. Ist das Ziel auch in diesem Jahr? Ja, also wir müssen ja so sagen, welches andere Ziel können wir uns setzen, um irgendwie glaubwürdig zu sein? Also wie ich schon gesagt habe, wir trainieren so viel, ich weiß jetzt nicht. Wie oft? 5-mal? Häufiger.
Also wir trainieren, würde ich sagen, eins zu eins, wenn ich es jetzt vergleiche, wenn ich weiß ja, wie viel beispielsweise die Füchse trainieren, beziehungsweise wie es da ist, ein Stück weit wie Burgdorf. Also von der reinen Frequenz her nimmt sich das nichts. Ja. Ja, und wir haben auch ähnliche Aufteilung. Wir haben mit Christoph Glocke einen Athletiktrainer und Physio, der wahnsinniges Know-how hat, also auch das steht ihm keins nach. Und wenn man all diesen ganzen Aufwand betreibt, muss man ja nicht sagen, naja, wir wollen mal gucken, was geht, sondern das ist schon das Ziel. Das macht es aber nicht einfacher am Ende des Tages, weil, wie gesagt, mindestens, ich würde 7, 8 Mannschaften ähnlich investieren und Aufwand betreiben. Und wenn von diesen 8 Mannschaften halt nur 2 aufsteigen, dann ist es schwer. Nehmen wir jetzt mal an, ihr steigt auf. Wie soll das dann funktionieren? Du hast ja gerade schon angesprochen, dass da die Aufsteiger ja auch wieder unten stehen. Rostock abgestiegen ist wieder nach einer Saison. Wie wollt ihr das finanziell machen? Also da müsst ihr doch enorm draufsatteln, dass das in irgendeiner Weise dann, dass ihr die zweite Liga halten könntet, oder? Also ja. Trotzdem ist es ja auch da aus meiner Sicht so, dass man schon, das ist ja genau diese Problematik, dass man schon in der dritten Liga jetzt oder in der Liga drunter einen Kader zusammenstellen muss, der zumindest auch schlagfertig für eine Liga drüber ist. Mhm. Mit natürlich nicht Ergänzung, sondern noch Verstärkung. Mhm. Trotzdem macht es keinen Sinn, mit einer Mannschaft aufzusteigen und dann nochmal neu zu würfeln. Also ich glaube schon, dass wir uns, oder so ist mein Eindruck, dass wir uns so zusammengestellt haben, dass wir eine Mannschaft mit Potenzial haben und wie ich schon gesagt habe, auch Potenzial oder Möglichkeiten zur Weiterentwicklung innerhalb der Mannschaft. Das muss auch passieren. Ja. Und punktuell kann man eine Mannschaft immer verstärken. Das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man dritte Liga spielt. Es gibt viele bessere Spieler, die einem helfen können. Die kosten dann natürlich auch dementsprechend mehr Geld. Von daher muss man gucken, was realistisch und machbar ist. Okay, dann wollen wir jetzt erstmal ein bisschen gucken, was hier noch so reinkommt. Da heißt es einmal von Nicolas Winter, Söhre hat einen einzigartigen Fanclub. Können wir auch mit auf die Liste schreiben, Anton, dass er vielleicht schon mal in Söhre in der Halle war und das vielleicht live miterlebt hat, könnte ich mir vorstellen. Und von Fabian Schrader kommt die Frage, wann spielt Tim Kret im Moment ja in Eifeld? Ist korrekt. Ja. Und Trainer bei den Eintracht Damen, endlich bei HC als Kreisläufer. Ich habe ihn die letzten Wochen nicht beim Training gesehen, also von daher dauert das, glaube ich, noch ein bisschen. Okay. Bei eurem Training oder in Eifeld beim Training? Bei unserem Training, steht ja runter. Also der trainiert nicht bei euch mit, mal irgendwie, sondern nur in Eifeld, ja? Ich gehe davon aus. Ja. Okay, und dann haben wir noch eine, nicht die Hiatz, nicht die Hildesheimer Allgemeine Zeitung, weiß ich nicht, wer sich den Namen hier ausgedacht hat. Eintracht sollte doch einen ausreichenden Etat haben. Das war ein schöner Name. Ja. Stimmt, Stefan, oder? Also kreativ. Mhm. Also ja, wir haben einen ausreichenden Etat, also das ist... zumindest ein Etat, wo man viel bewerkstelligen kann, wo man die Mannschaft, die wir jetzt haben, auch mit bezahlen kann. Trotzdem ist ja auch da immer die Frage der Verhältnismäßigkeit beziehungsweise gegen die Konkurrenten, die man hat. Ich sage nur, es sind ja auch Mannschaften wie Emstetten, die jetzt für sie unglücklicherweise ein zweites Jahr in der dritten Liga machen müssen. Mhm. Und die haben noch einen ausreichenderen Etat. Also wer? Emstetten. So. Gegen die müssen wir konkurrieren und dann muss man halt im Sport irgendwas besser machen. Mhm. Also irgendwas besser, wenn man vor denen stehen will, beziehungsweise vielleicht ein bisschen mehr Glück haben. Von daher ist es so einfach zu sagen, naja, musst du nur ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Klar, wenn man über die Maßen Geld hat, ich habe das vorhin zu dir, glaube ich, gesagt, der FC Bayern wird ja auch nicht 13 Mal in Folge Meister, weil sie das würfeln oder so, sondern weil sie ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Ja. Gibt denn euer Etat noch Spielraum her? Jetzt nehmen wir mal an, ihr kommt am Ende unter die ersten zwei. Und dann, dass man nochmal richtig ernst macht und vielleicht nochmal dann auch in Richtung auf diese Aufstiegsrunde oder auf diese Aufstiegsspiele nochmal nachlegen kann? Oder seid ihr schon am Limit? Also mir wird immer gesagt, dass wir am Limit sind. Also von daher... Wer sagt das? Wenn ich Matthias Wolfer spreche, dann ist es erstmal so, dass wir immer am Limit sind. Aber auch da versuche ich natürlich in meiner Funktion als sportlicher Leiter und Trainer auf das Sportliche zu gucken und dann Argumente zu finden, warum man vielleicht das Limit hier und da
wenn es Sinn macht, noch erweitern kann. Aber wenn es nicht so ist, dann lebe ich auch gut mit dem, was ich habe, was wir haben. Ja. Okay. Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was rauskriegen in den Gesprächen dann irgendwann, wenn es wirklich in die heiße Phase der Saison geht. Ja, wenn die oben mitspielen und die Halle voll ist, das macht ja auch nochmal ein paar Euro mehr, oder? Also, muss da weiter erfolgreich sein. Das ist immer das Beste, ja. Das stimmt wohl. Wir haben noch eine weitere interessante Frage. Arne, wie sehr hast du Muskelkater vom Spiel in Anderten? Hast du gegen Robin gespielt oder wie war das? Nee, Robin war ja leider nicht da, aber tatsächlich war das der Plan. Also unsere zweite Herren hat gestern Abend um 18.15 Uhr, ich weiß nicht, wer das angesetzt hat, ja, in Anderten gespielt. Und da bin ich kurzerhand gefragt worden, ob ich vielleicht mit dabei sein möchte. Denn ja, Robin John und Sascha Muschalko wären vielleicht mit dabei und das wäre doch eine Reise wert. Ja. Also habe ich mich dann ja mit ins Auto gesetzt und bin dann tatsächlich auch zum Einsatz gekommen. Muskelkater nicht, aber ein bisschen Rückenschmerzen habe ich. Aber sonst ist alles gut. Was ist deine Position? Kreisläufer. Kreisläufer. Hast du ein paar Tore geworfen? Nee. Doch, zwei, glaube ich. Ja. Und ein paar Ellbogen abgekriegt? Wie bitte? Ein paar Ellbogen abgekriegt? Die habe ich nur verteilt. Nein, alles gut, wirklich. Spielst du dann auch durch oder wie? Da ist bei weitem nicht dran zu denken. Nein, also ich war echt gestern schon sehr froh, dass es die eine oder andere Unterbrechung gab. Und ja, ich habe, glaube ich, gestern 30, 34 Minuten irgendwie sowas gespielt. Das war in Ordnung. Da habe ich tatsächlich auch nicht mit gerechnet, dass ich das so lange durchhalte. Mhm. Von daher bin ich zufrieden. Und das also bei, bei den tropischen Temperaturen, ne? Ja, ich war tatsächlich, also daran merkt man vielleicht auch, dass man älter wird. Ich war der Einzige, der gesagt hat, es wäre toll, wenn wir die Hallentür schließen könnten. Es wird kalt. Also von daher. Arne war super. Hier der Fan wieder. Das ist der Co-Trainer. Okay, also dann, ein Sonderlob. Ja, dann hast du das wohl gut gemacht. Habt ihr den gewonnen? An Erfahrung, ja. Ah. Okay. Deswegen verteilt er auch Komplimente. An Robin John. Ich weiß nicht, ob noch eine Frage kommt, ansonsten stelle ich sie jetzt. Wir haben Anfang des Jahres gelesen, dass Gerald Overbeck in beratender Funktion beim TSV Anderten aktiv sein soll. Was ist denn so seine Rolle da? Erstmal ist Geralds Rolle, dass er und ich gut befreundet sind. Das ist jetzt über die Jahre, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir in Hildesheim lange zusammengearbeitet haben. Und ja, als dann bei uns so ins Gespräch kam, dass wir eine neue GmbH gründen wollen und dass ich da auch ja, in einer anderen Funktion oder erweiterten Funktion mit tätig sein soll, ja, war es im Prinzip für mich das Naheliegendste, dass ich mir bei Gerald ein bisschen Rat abhole oder wir uns bei Gerald einen Rat abholen. Er hat das hier über Jahre in Hildesheim alles großgezogen und ja, von daher finde ich, ist es immer gut, wenn man sich da ein paar Tipps holen kann, wenn man einfach mal ja, einen Anruf tätigen kann und hat eine Frage, weiß er eigentlich auf alles eine Antwort und ja, von daher waren wir da super froh drüber, dass das geklappt hat und dass er gesagt hat, klar, ich stehe euch immer zur Verfügung, allerdings nur in beratender Funktion, er möchte nicht so, zu aktiv, sage ich mal, das mitgestalten, aber ja, er war schon das ein oder andere Mal bei uns in der Halle und stand da Rede und Antwort. Und wie oft habt ihr dann Kontakt? Ist das täglich so? Oder? Ja, zurzeit im Prinzip täglich, muss man sagen. Und was fragst du ihn so? Wie gewinnen wir das nächste Spiel? Ja, das letzte Mal haben wir über den Bayern-Sieg geredet, über das 7-0 gegen Bochum, aber nein, es sind wirklich Kleinigkeiten von, ja, finanziellen Dingen, beziehungsweise Sponsoren, technischen Dingen, wie man was vielleicht besser strukturieren kann, über sportliche Sachen, über auch vielleicht ein paar Spieler, die man redet, gerade über junge Spieler, wie geht man an die ran. Ja, und es ist wirklich total vielfältig. Nichtsdestotrotz ist es, wie gesagt, es ist aus einer Freundschaft heraus entstanden und ja, wir halten Smalltalk genauso, wie wir über ernste Themen, wie dann zum Beispiel Finanzen auch reden. Ja, okay. Warum macht er das in Anderten und nicht in Hildesheim? Ich glaube, Daniel? Da musst du nicht Daniel fragen. Eine sehr gute Frage. Oder Gerald. Was Gerald? Müssen wir Gerald mal fragen. Was glaubst du? Ja, also für mich ist es natürlich eine schwierig zu beantwortende Frage, weil das ja eine Konstellation ist, die vor meiner Zeit quasi mehr oder weniger auseinandergegangen ist und wahrscheinlich auch nicht gut auseinandergegangen ist, so wie ich das beurteile. Ja. Von daher kann ich aber auch leider die Frage nicht beantworten. Mhm.
Schade. Mhm. Hättest du gerne seinen Rat? Oder würde Eintracht Hildesheim, hat sich Eintracht Hildesheim den Rat gebrauchen können? Also ich glaube, dass tatsächlich, wie Robin das auch gesagt hat, Gerald ja über lange Jahre, beziehungsweise davon, wo ja ich oder wir jetzt auch ein Stück weit immer noch von leben, das hier in die Wege geleitet hat und das nicht mal über 2-3 Jahre, sondern über Jahrzehnte. Ich habe das gerade bei uns im Hallenheft geschrieben. Ich war auch als kleiner Junge, also 16-Jähriger oder sowas, habe ich dann so ein Spiel gesehen, wo es dann hier wirklich in die zweite Liga ging. Dass er extrem viel Erfahrung hat in allen Bereichen. Und wenn man nur sieht, ich glaube, letztes Jahr war dann auch nochmal dieses Nationenturnier und wer dann alles da vorbeikommt und aus der Handballwelt Hallo sagt, das ist einfach das, was über die Jahre er sich erarbeitet hat. Mhm. Das ist nicht absprechbar, beziehungsweise ist da viel Erfahrung vorhanden, ja. Okay. Aber meine Frage hast du jetzt noch nicht so richtig beantwortet. Ist gut, ne? Habe ich ja ganz gut gemacht eigentlich. Ja, ich habe ein bisschen aufgepasst. Mhm. Habe ich da vorher schon gesagt, kann ich nicht beantworten, beziehungsweise ist das einfach dünnes Eis jetzt hier in Hildesheim aus meiner Wahrnehmung. Mhm. Und ich versuche, wenn ich so solche Fragen habe, das Leute zu fragen, die mir dann mehr oder weniger näher stehen als Gerald. Ich habe sonst keinen Bezugspunkt zu ihm, außer dass ich jetzt quasi den Verein trainiere, den er lange Jahrzehnte geführt hat. Ich habe am Anfang, bevor ich nach Hildesheim gekommen ist, einmal mit ihm telefoniert, einfach weil Bob Hanning mit ihm sehr gut kann und meinte, Mensch, ruf ihn einfach mal an, quatsch schon. Aber da war mehr oder weniger schon so viel passiert hier, dass es aus meiner Sicht, beziehungsweise für mich, da nichts mehr gab, wo ich jetzt sagen können, jetzt komme ich und bringe alle zusammen und wir freuen uns. Sehe ich jetzt mehr oder weniger auch nicht als meine Aufgabe. Mhm. Stefan? Nee, ach, ich... Willst du auch nichts zu sagen? Nein, da ist ja wirklich, das liegt jetzt schon an ein paar Jahre zurück und da ist auch sehr viel gesagt worden. Und ja, ich glaube, einige in der Runde könnten hier auch das eine oder andere da sicherlich zu erzählen. Aber das ist passé und ich glaube, Gerald ist auch ganz froh, wenn wir das nicht thematisieren. Ja. Und alle anderen Beteiligten wahrscheinlich auch. Von daher, mich würde mehr noch, da kommen wir heute nicht zu, weil das ist hast du vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ein abendfüllendes Thema nochmal, ja, Jugendarbeit. Aber mich würde doch nochmal interessieren, Robin, ob ihr als TSV Anderten, du hast ja gesagt, ihr habt eine sehr gute Jugendarbeit, ob ihr davon profitiert, dass Eintracht ja quasi die Jugendarbeit so gut wie eingestellt hat. Es gibt noch eine D-Junioren aktuell und ich glaube Minis und Mini-Minis, das war's. Profitiert ihr davon oder profitiert ihr anderen davon? SG Börde oder JSG Börde, heißt es, glaube ich, hat eine ziemlich gute Jugendarbeit. Ja, viele Mannschaften. Viele Mannschaften. Ihr kooperiert mit Himmelstür, Lucky. Das läuft, glaube ich, auch ganz gut. Und die SV Alfeld habe ich vorhin auf der Seite gesehen, hat auch ziemlich viele Jugendmannschaften, aber was so die Top-Talente angeht, landen die bei euch wahrscheinlich eher weniger oder landen die dann bei euch oder gehen die nach Braunschweig oder zur TSV Burgdorf? Wo? Also ich denke, die Top-Talente, die hier in der Region sind, gehen schon nach Burgdorf, das muss man klar sagen. Braunschweig ist so ein bisschen im Kommen, auch Finnhorst macht das mittlerweile ganz vernünftig und baut da mit Maurice Lungela zusammen echt eine ganz gute Jugendarbeit auf, muss man sagen. Ja. Wir haben jetzt auch dieses Jahr davon profitiert, wenn man so will, dass das hier bei Eintracht immer mehr, wenn man so sagen will, den Bach runterging in der Jugend. Haben da auch in jeder Jugend 2, 3, 4 Spieler bekommen, weil die einfach einen Verein gesucht haben, haben gesagt, sie würden gerne höherklassig Jugendhandball spielen und natürlich sind wir da offen für genau solche Spieler und sind dann auch froh, dass solche Spieler zu uns kommen. Mhm. Profitiert ihr davon? Ja, definitiv. Ja. Wir haben bei uns in der ersten Herren schon von Eintracht Zweite 3 Leute. Mhm. Und unsere Jugend oder A-Jugend hat auch davon profitiert. Da sind auch schon der ein oder andere von Eintracht aus der A-Jugend gekommen. Mhm. Aber generell müsste das ja, ich gucke jetzt auch mal in Richtung Söhre und Alfeld, aber auch doch eher eine Katastrophe sein. Weil in der Vergangenheit habt ihr ja durchaus auch von der Jugendarbeit mit dem Internat in Eelze auf lange Sicht ja davon profitiert, dass es das gab.
Droht jetzt so ein bisschen die Gefahr, dass diese Talente, die dort ausgebildet wurden, die dann vielleicht bei euch gelandet sind, dass es das in Zukunft nicht mehr so gibt, jetzt wo Eintracht kein Internat mehr hat? Es sind ja wirklich viele Talente, wenn wir über Pascal Kinzel zum Beispiel reden oder Marlon Jannik und so weiter, die ja alle mal im Internat waren und die ja schon in den einzelnen Mannschaften ja schon spielen und Leistungsträger sind. Ja gut, erstmal ist ja klar, dass Spieler, junge Spieler, die ambitioniert sind und sich weiterentwickeln wollen, natürlich dahin gehen, wo sie wissen, dass sie gutes Training bekommen, auch viel Training bekommen. Das ist ja schon wichtig, dass man als anstrebender Jugendlicher nicht nur 2-3 Mal die Woche trainiert, sondern ja, 5-7 Mal, so wie wir das früher auch gemacht haben. Das ist bei uns in den kleinen Vereinen eigentlich schon gar nicht möglich, weil wir gar nicht die Hallenkapazitäten und Zeiten haben. Andererseits ist natürlich der Weg für manche natürlich auch immer nicht so einfach, nach Burgdorf, nach anderen zu kommen. Da sind immer die Eltern gefragt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, meiner Tochter und so, dass da muss man schon viel Zeit aufbringen und aber ich sag mal, Spieler, die das wollen, die machen das auch. Und was unser Verein betrifft, ich meine, ich sehe es ja, was das Schöne ist, dass immer wieder eigene Talente aus den eigenen Reihen dazukommen, auch mal wieder zurückkommen. Mhm. Ja, das ist auch schön. Also wenn ich jetzt sehe, Johan Cherbanowitz zum Beispiel, der war auch in Anderten und hat wieder den Weg nach Söhre zurückgefunden. Und das ist für ihn natürlich auch eine schöne Sache, dass er wieder in seinem Heimatverein dritte Liga spielen kann und da seine ersten Erfahrungen im Männerbereich holen kann. Tom Folger ist aus Burgdorf zurückgekommen. Ja. Wir haben schon einige Spieler, die auch mit Niklas und Yannick, die aus dem eigenen Verein kommen. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ne, dass wir uns natürlich nicht mit Vereinen wie Burgdorf oder anderen messen können, die natürlich schon rein aus der Erfahrung der letzten Jahre eine sehr gute Jugendarbeit haben. Mhm. Wobei das vielleicht auch schon ein bisschen so in eine oder andere Sache nachgelassen hat, wenn ich das in Burgdorf sehe. Das ist nicht mehr ganz so, wie es mal. Wird hier auch gerade hier nicht die Hiatz. Schreibt auch, Burgdorfs Jugendarbeit hat auch nachgelassen. Also bestätigt das? Also du sagst das auch gerade? Ja, also ich glaube, Dani weiß das auch oder wir wissen das. Ich war ja auch mal Trainer in Burgdorf und ich sehe da jetzt nicht in den letzten Jahren, dass da wahnsinnig viele Talente irgendwo rausgekommen sind. Natürlich findet man immer wieder den einen oder anderen. Ich finde es auch ein bisschen schade, also dass das mit Eintracht, mit dem Internat eben nicht mehr da ist. Also muss man auch sagen, das war schon eine gute Sache. Es ist ein bisschen schade, dass es jetzt auch da kein Nachwuchs mehr, was A- und B-Jugend betrifft. Aber gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir uns da an den Spielern bedienen können. Also das kann ich jetzt nicht sagen so richtig. Okay. Das sieht ja bei euch anders aus, hast du gerade geschildert, dass da schon was kommt. Also ja. Zweite Herren, A-Jugend dann teilweise auch. Wie ist das in Ahlfeld? Also wir sehen schon Parallelen zum Fußball. Als wir die Ahlfelder Fußballer hier hatten, die haben auch immer gesagt, ja, wir sind da so ein bisschen alleine und machen da unser Ding und das kriegen wir gut hin und da guckt uns keiner auf die Finger. Das ist bei euch, ich erlebe ja, das gerade, dass das ähnlich ist. Ne? Also dass ihr habt ja ein Einzugsgebiet, da seid ihr ja so ein bisschen alleine. Hildesheim ist ein bisschen weiter weg. Ist das nun mal bei Piraten? Ne? Ja. Also alleine fühle ich mich jetzt nicht, sage ich ganz, ganz offen. Also ich meine, man muss immer dann irgendwo Mittel und Wege finden. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren ganz gut hinbekommen, denn sonst hätten wir jetzt auch nicht so einen großen Kader mit einer gewissen Breite. Aber um letztendlich nochmal auf die eingehende Frage von dir einzugehen, das ist, also ich finde, das ist noch gar nicht spürbar oder beziehungsweise wir sind noch gar nicht an dem Punkt, wo das wirklich spürbar ist, das Ausmaß, was bei Eintracht dort passiert ist. Weil aber das kommt da, dann natürlich, das kommt jetzt, das kommt zwangsläufig, alle Vereine wird das hier in der Region betreffen, weil es ist immer irgendwo ein gut ausgebildetes Talent für einen Verein aus der Region abgefallen. Darüber muss man sich halt im Klaren sein. Ja. Und selbst auch Vereine, die selber nicht die Strukturen hatten, vielleicht auch ambitioniertes Training anzubieten, wie Laki es gerade gesagt hat, und da den Ansprüchen gerecht zu werden, das ist halt einfach, das ist jetzt ein Punkt, der fällt weg. Und ein Verein ist nach meinem Empfinden zumindest halt auch gar nicht genannt worden. Nordheim ist auch so ein bisschen ein Verein, der da auch noch so ein kleines bisschen mit von partizipiert und die sich auch über die Jahre im Jugendbereich auch immer weiterentwickelt haben.
Also ich glaube, das wird noch spannend, aber das ist zumindest so der Punkt, den ich für uns jetzt halt einfach nur sagen kann. Wir haben uns bewusst dafür entschlossen oder für den Weg entschieden, halt eine junge Mannschaft zusammenzubauen. Wohl wissend, dass eben ja vielleicht in Zukunft nicht mehr so viele Spieler nachkommen werden. Und jetzt müssen wir halt einfach unsere Hausaufgaben machen. Und die heißt halt einfach ganz groß Wohlfühlfaktor und halt auch einfach in einer gewissen Art und Weise Strukturen zu schaffen. Dass eben diejenigen, die bei uns sind, auch gerne bei uns sind und auch gerne bei uns bleiben und das auch möglichst lange. So dass wir halt da was draus bauen können, um eben auch eine Zeit zu überbrücken, um vielleicht im Jugendbereich halt dann auch weiter zu wachsen. Das muss der Weg sein. Wann rechnest du mit den Folgen, dass die Jugend bei Eintracht komplett wegbricht oder weggebrochen ist? Es geht jetzt ja langsam los. Ne? Also wie gesagt, wir haben jetzt, Henny hat es gerade gesagt, zu Börde sind ja nur noch einige Spieler gegangen. Wir haben von Eintracht 2 auch 2-3 Leute mit dazu bekommen, die sich tatsächlich auch teils proaktiv gemeldet haben, was uns natürlich erstmal gefreut hat, ne? Trotzdem der Berg dazwischen liegt. Ja. Von daher ist das schon erstmal soweit in Ordnung, aber ich denke, dass das jetzt halt so in den nächsten Jahren sicherlich ja, sich zeigen wird. Also ich glaube schon, dass wir halt in den nächsten 2, 3, 4 Jahren ziemlich sicher halt keine jungen Spieler erstmal nachkriegen werden, beziehungsweise es halt dann noch schwerer wird, vielleicht halt auch Leute, die halt dann in Burgdorf ausgebildet wurden oder eben in Northeim sind. Northeim hat selber eine Mannschaft, jetzt Oberliga, immer irgendwo so ein bisschen eine Mannschaft, die auch Ambitionen hat, wieder in die dritte Liga zu gehen, die dann wieder hierher zu holen. Braunschweig baut das auch da drüben ganz gut auf, um Volker Mudro. Von daher wird das sicherlich nicht leichter, junge Spieler dann wieder in die Region zu bekommen. Und dafür müssen wir ja auch erstmal in einer gewissen Liga spielen. Da sind Söhre und Börde halt deutlich weiter im Jugendbereich. Und ja, wird ein bisschen dauern. Okay. Wir haben jetzt noch eine Frage an Henrik. Kann der Abgang von Tom Hanel, der ja zu den Sportfreunden Söhre gegangen ist, du hast es schon angesprochen, durch die Neuzugänge kompensiert werden? Ja, Tom war unser Mittelmann. Mhm. Und wenn der Mittelmann wegbricht, ist das natürlich nicht so einfach. Und Tom alleine kann man nicht 1:1 ersetzen. Und das müssen wir als Mannschaft lösen. Alleine so einen Mittelmann jetzt herauszufinden, der das macht, was Tom gemacht hat, ja, ist nicht möglich. Wir müssen das jetzt als Mannschaft kompensieren. Ja. Ist das auch ein Grund dafür, dass es einfach im Moment bei euch nicht so läuft? Ja, natürlich ist das auch ein Grund. Das Spiel war auf Tom zugeschnitten. Mhm. Tom hat die Fäden im Angriff gezogen, hat vorne auf der 5-1 eine gute Deckung gespielt. Ja, und das ist das, was wir jetzt halt, wie gesagt, kompensieren müssen und versuchen, es auch schnellstmöglich in die richtigen Bahnen zu lenken. Mhm. Wie macht er sich? Gut. Bei dir? Gut. Er merkt, dass es ein großer Unterschied ist, logischerweise von der 5. in der 3. Liga. Er ist aber relativ schnell in eine verantwortungsvolle Position gekommen, da eben die Spieler, die dort normalerweise spielen, mit Tim Alex letztes Jahr eine super Runde gespielt hat, gewechselt ist und mit Tom Folger, der ja, Mittelmann, der eigentlich schon ein bisschen weiter ist, sich leider verletzt hatte. Und deswegen hatte er jetzt die Möglichkeit, schon Erfahrung zu sammeln in der 3. Liga, relativ schnell. Da hat er wahrscheinlich gar nicht so mit gerechnet. Und das kann einem so einen jungen Spieler einfach nur gut tun. Ne? Und er hat auch gemerkt, an welchen Sachen er noch arbeiten muss, denke ich. Und dass es immer noch ein großer Unterschied ist, diese zwei Klassen. Aber ich finde, der macht das sehr gut und ja, ist auch ein feiner Junge. Wird er da auch noch eine Liga höher spielen? Boah, das kann ich jetzt noch nicht so beurteilen. Also der hat Junge hat definitiv Potenzial, aber das hängt ja auch immer von den Jungs ab. Die müssen das ja selber wollen. Das ist ja auch mal das Wichtige. Also die müssen den Willen haben, sich weiterzuentwickeln und die Möglichkeit kriegen sie bei uns in der 3. Liga. Und manchmal kann das ganz schnell gehen, wenn du auf dich aufmerksam machst. Man sieht es jetzt bei Tim Alex, der bei uns letztes Jahr war. Der spielt jetzt in der 2. Liga in Spanien. Und die Türen sind immer offen für gute Spieler. Kommt er eigentlich wieder und wenn ja, wann? Der hat einen Vertrag unterschrieben, richtig, bei Barcelona 2 und ist da das ganze Jahr unter Vertrag. Und was danach passiert, ist noch nicht so. Das ganze Jahr, weil das hieß ja mal, der wollte nur ein halbes Jahr in Spanien bleiben. Ja, das hat so nicht funktioniert. Also nur trainieren und so, das wollte die.
die wollten dann schon, dass er da richtig mitspielt und dann haben wir ihm da keine Steine in den Weg gelegt. Ich habe gesagt, die Chance wirst du wahrscheinlich nicht so schnell wiederkriegen. Und das hat eine Nacht gedauert, dass er darüber nachdenken musste und dann hat er natürlich die Chance wahrgenommen und der ist jetzt auch total glücklich da und macht ihm Spaß. Ja. Spanien soll es doch auch schön sein, oder? Stefan! Das können wir doch. Oder? Die Frage stellen wir vielleicht gleich nochmal. Also, wir haben ja schon so ein bisschen über Ziele gesprochen jetzt. Also du sagst ja, ihr wollt natürlich wieder in die Spur kommen, Robin, dass ihr ja nahezu den 5. Platz aus der Vorsaison bestätigen könnt. In Alfeld ist das Ziel ganz klar, in die Regionalliga, in die neu geschaffene Regionalliga 24-25 zu kommen. Das heißt, ein Platz unter den besten 6 ist dafür erforderlich, damit ihr da sicher dabei seid. So habe ich es jetzt verstanden. Ist richtig. Richtig, gut. Bei euch, Daniel, ist das Ziel schon, wie in jedem Jahr, möglicherweise aufzusteigen. Du hast gesagt, ja, absteigen könnt ihr nicht mehr und wir sind in der Oberliga auch gut aufgehoben. Wie sieht es denn in Söhre aus? Normalerweise will man immer besser sein als das Jahr davor. Mhm. Aber ich glaube, wir haben schon eine außergewöhnlich gute erste Saison in der dritten Liga gespielt. Mhm. Letztes Jahr, da hat schon alles gepasst. Wir wissen das auch ganz gut einzuordnen. Wir wissen auch, wo wir herkommen. Das muss man auch sagen. Wir geben nun mal auch vielen jungen Spielern die Chance, sich zu entwickeln und dass das nicht alles immer klappt von heute auf morgen. Mhm. Manchmal wünschst du dir das als Trainer, dass das alles schneller geht. Ja. Aber das dauert dann immer noch ein bisschen. Und die Entwicklung muss man jetzt abwarten. Ich glaube schon, dass wir die Chance haben, in der dritten Liga zu bleiben, definitiv. Also die Qualität weiß ich, dass wir die haben. Aber da muss auch alles stimmen und da dürfen wir nicht so viele Spieler wegbrechen durch Verletzungen oder irgendwas. Das können wir einfach nicht kompensieren. Und von daher, wenn alle gesund sind, dann bleiben wir auf jeden Fall in der Liga und können auch eine gute Rolle spielen. Und geht bei euch noch kadertechnisch was oder ist das finanziell auch ausgereizt oder sagst du, wir... Naja, also bei uns ist ja sowieso, also man, wie in vielen Vereinen, auch in Alfeld denke ich und in Börde, du musst manchmal ein bisschen Glück haben. Bei Eintracht, da wird viel auf Professionalität gesetzt. Da kannst du nicht einen Spieler nehmen, der vielleicht nur dreimal trainieren kann oder so, das funktioniert halt nicht. Und es gibt sicherlich immer mal einen Spieler, der sagte, ich komme in diese Region, studiere hier oder finde einen Job. Und der kann nur dreimal trainieren vielleicht oder maximal viermal. Und dann ist er natürlich, ist dann ein Verein wie wir, ist er der richtige Ansprechpartner. Mhm. Ja? Also Glück, wenn du Glück hast, funktioniert sowas. Definitiv. Mhm. Aber aktuell ist da nichts geplant. Oder muss ich mal beim Training vorbeigucken? Welche Position spielst du denn? Ich habe tatsächlich zwei oder dreimal Handball gespielt, habe ich schon mal erzählt, auf dem falschen Pass bei VfV Hildesheim. Davon aber, das ist aber eine Jugendsünde, die ist verjährt. Okay. Aber kann man dich nicht mehr für belangen, ja? Nein, also mich als Handball-Experte zu titulieren ist auch falsch, weil mit Handball hatte ich eigentlich nie was am Hut. Macht das irgendwer? Bitte? Nein. Jetzt wirst du mutiger hier, ne? Ja, weil wir schon 7:45 haben und du noch nichts reinschmeißen musstest, jetzt wirst du hier richtig mutig. Ja. Warte mal ab, wenn wir dich nochmal einladen. Ja. Also du hast gesagt, der erneute Klassenerhalt wäre natürlich schön für euch. Wäre das dann für dich auch der perfekte Abstieg? Der perfekte Abschied. Du hast ja auch mit der letzten Verlängerung sehr lange gewartet. Da haben wir auch drüber berichtet, ich glaube, als du im Dezember da warst. Ja, das wäre der perfekte Abschied, auf jeden Fall. Und ist er das dann auch? Das ist er dann auch, ja. Also? Das ist auch alles kommuniziert mit den Verantwortlichen. Und ich habe gesagt, dass ich diese Saison nochmal das Amt des Trainers mache, weil mir die Mannschaft halt sehr nahe liegt und es auch die Saison wahnsinnig viel Spaß gemacht hat mit den Jungs. Und aber nächste Saison ist definitiv Schluss. Okay. Und dann nur mal für die Zuschauer, und dann gehst du nach Mallorca, ja? Oder nach Spanien? Ist auf jeden Fall schön da. Ja. Also wir würden dich hier auf jeden Fall in Handball Hildesheim vermissen. Aber wir fliegen dich dann nochmal ein zu einer Sendung oder so. Gerne. Ja.
Gibt es da schon einen Plan, wann das dann soweit sein wird? Also würden wir dich für den Juni noch kriegen hier dann? Schwierig. Schwierig? Mai. Okay, na gut, wir arbeiten da dran. Wer wird der Nachfolger, wird hier auch schon dann gefragt. Auch da sind wir schon zusammen mit den Verantwortlichen auf der Suche so ein bisschen. Wir sprechen miteinander, was würde passen, wer würde passen. Ich werde da auch ein bisschen mit eingebunden. Ich habe nicht gesagt, dass ich damit eingebunden werden will, aber Matti Ihmann wollte das auch gerne. Ja. Und von daher sind wir da schon in guten Gesprächen. Okay, dann vielen lieben Dank. Aber wir können ja die Frage mal an Arne weitergeben. Der hat ja letztes Jahr auch einen Trainer gesucht. Ich glaube, ganz so einfach ist es auch nicht, hier aus dem Kreis Hildesheim Trainer für die Oberliga oder Dritte Liga zu finden, oder? Stimmt. Ja, ist richtig. Ist nicht so einfach. Aber jetzt haben wir ja auch gerade vorhin mitbekommen, dass wir eher so die Außenseiterrolle haben. Also wir sind so hinterm Berg, von daher wird das für Söhre... Das habe ich so nicht gesagt. Nein, das habe ich auch nicht so aufgefasst, nein. Deswegen wird das für Söhre sicherlich leichter sein. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die dann einen Trainer für die dritte Liga suchen und nicht für die Oberliga oder Regionalliga, was da auch immer kommt. Mhm. Von daher... kann ich mir gut vorstellen, dass das da vielleicht den einen oder anderen gibt, der ja auch vielleicht gar nicht so weit wegkommt und man da jemanden finden kann. Hier wird gerade wild spekuliert. Nicolas Winter fragt, wäre Nikolov, also Georgi Nikolov, euer Trainer bei der SG Börde, ein guter Nachfolger für Lagi bei Söhre? Gute Frage. Kann ich nicht beantworten. Weil im Moment ist er Trainer bei uns. Würdest du ihm das zutrauen? Ja klar, warum sollte ich ihm das nicht zutrauen? Er hat ja auch genug Erfahrung gesammelt in seinem Leben. Mhm. Und ja, warum nicht? Aber wie gesagt, im Moment ist er noch bei uns. Traust du ihm das auch zu, Lucky? Ja, ich traue es grundsätzlich jedem zu. Also, auch Stefan Gaube. Ist halt, nee, Stefan nicht. Danke für deine Offenheit. Ja, jeder weiß, dass ich mit Georgi sehr gut befreundet bin und wir haben uns das sicherlich auch das eine oder andere Mal schon nur drüber unterhalten, aber ich werde da jetzt nicht irgendwie eine Wasserstandsmeldung geben oder so. Ne? Es liegt ja auch an demjenigen selber, ob er das überhaupt will. Ne? Und will er das? Da muss ich ihn selber fragen. Ja, dann müssen wir ihn auch nochmal, also dann... Ja. Okay. Robin, wie sieht es bei dir aus? Also du startest da jetzt in Anderten richtig durch, bringst dich da immer mehr ein. Ist für dich eine Option, dann irgendwann nochmal zu sagen, ich will nochmal was Neues suchen, auch in der nächsten Saison? Also wenn dann Söhre kommen sollte in der dritten Liga, wäre das eine Option? Ja, erstmal, wir sind da gerade am Anfang mit der neuen GmbH. Ich fühle mich da pudelwohl. Das ist alles super. Natürlich will man... Ja, als ehemaliger Leistungssportler und jetzt noch im Leistungssport tätig, immer weiter nach oben. Das ist, ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, ich möchte nicht irgendwann mal vielleicht nicht nur im Mittelfeld mitspielen, sondern gerne weiter oben irgendwo angreifen. Aber Stand jetzt bin ich in Anderten, bin da super glücklich, bin da zufrieden im Verein und von daher gibt es da noch gar keine anderen Gedankenspiele. Okay, gut. Ich weiß noch nicht, ob das so die ganze Wahrheit ist, aber... Dankeschön. Lassen Sie erstmal so stehen und kommen. Was denn? Das glaube ich schon. Ja? Mhm. Okay. Dann kommen wir aber jetzt zum Fragenhagel. Also wir haben euch gefragt, welche Fragen habt ihr an unsere Gäste? Und da ist mal wieder einiges zusammengekommen. Es ist, weiß nicht, Anton, wird das aussortiert oder nimmst du, wird schon ein bisschen geguckt, was da gefragt wird? Ja, okay. Gut. Wir starten mit Daniel. Also Fragen, die nicht von uns kommen, sondern von wem auch immer. In dem Fall ist es ein Spieler aus deinem Team, der fragt, was müssen wir tun, damit wir mehr Fußball spielen? Wer, kannst du mir das sagen? Das Datenschutz. Das steht hier nicht. Das weiß ich nicht. Aber Anton weiß es, ja? Ja.
Aber Anton sagt es auch nicht. Ja, das kriege ich schon raus. Ist ja immer das Gleiche. Ich frage, meine Gegenfrage ist immer, warum wollt ihr was spielen, was ihr einfach nicht könnt? Fußball ist immer, aber wirklich, wenn man sich das anguckt, auch als Nicht-Fußballer, verstehe ich nicht. Letztens kamen sie mit irgendeiner Idee, ja, jetzt haben wir doch gewonnen und Leon hat Geburtstag, können wir da nicht zweimal spielen? Nee. 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 Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass... aufpassen, nicht, dass deswegen mal der ein oder andere Spieler zu uns kommt, weil wir so viel mehr spielen. Ja, es ist auch die Qualität zwischen den Vereinen. Also Lukas beispielsweise sagt, alt bei uns spielt, läuft so wenig, trotzdem gewinnt alt immer, weil Jung einfach so grottenschlecht ist tatsächlich. Und es gibt da so eine interne Wertung. Nach 10 Siegen gibt es Kabinenfest. Und meines Wissens hat das noch nie alt ausgerichtet. Okay. Wo siehst du noch Schwachstellen in deinem Team? Jetzt auf Fußball bezogen? Nee, ich glaube generell auf Handball jetzt. Ja, Schwachstellen, also es gibt immer, das ist ja nun mal das Leid eines Trainers, dass man immer Sachen besser machen kann, beziehungsweise sieht, dass man Sachen besser machen kann. Und momentan, wenn ich mir was aussuchen müsste, dann ist es so generell die Effektivität, beziehungsweise die Chancenverwertung. Wie ich schon gesagt habe, ich finde, dass wir sehr engagiert Abwehr spielen, also viel investieren, weil wir auch relativ offensiv versuchen zu verteidigen. Das läuft schon ganz gut. Und dann gibt es aber im Handball, es gibt so viele Sachen, Möglichkeiten, was man noch alles machen kann. Da verlieren wir uns hoffentlich nicht, aber momentan wäre es die Effektivität in der Chancenverwertung. Okay. Wie gefällt dir Hildesheim? Gut, also mir, also um ehrlich zu sagen, brauche ich ja nicht viel. Also ich brauche irgendwie eine Halle, das ist schon das Wichtigste im Vergleich zu meiner Frau. Wir kommen aus Potsdam, wer schon mal in Potsdam war, der kann das vielleicht ein bisschen beurteilen. Potsdam ist sehr schön und Hildesheim ist jetzt auch nicht hässlich, aber eben kein Potsdam. Sagen Glück gehabt. Das höre ich mir manchmal zu Hause an, und aber wir haben uns jetzt in dem Jahr gut eingelebt. Okay. Du hast ja im Verein mehrere Aufgaben. Also bist ja nicht nur Trainer, sondern du kümmerst dich auch, ich weiß nicht, gibt es da eine offizielle Funktionsbezeichnung? Manager? Ja, er wird sportlicher Leiter, wird das sportlicher genannt. Leiter. So, aber die Aufgabe ist mehr oder weniger, so wie Robin das gesagt hat, ich muss weniger Leute fragen, wenn ich irgendwas bezüglich Kaderplanung mache. Trotzdem mache ich das ja auch nicht alleine, sondern habe mit Matthias Wolpers immer einen Ansprechpartner, sehr angenehmen Ansprechpartner aus meiner Sicht. Und die Aufgabe ist aber genau das, so einen Kader zusammenzustellen, der auf der einen Seite in den Etat passt und auf der anderen Seite aber dieser Zielstellung gerecht werden kann. Für einen Trainer und dann in dem Fall auch sportlicher Leiter ist natürlich immer die Mannschaft die Visitenkarte, und dementsprechend versuche ich das bestmöglich zu beeinflussen. Okay. Hier wird noch nach der klassischen Arbeitswoche von Montag bis Sonntag gefragt. Wie kannst du das schnell beantworten? Naja, wir haben, also wenn ich das sage, wir haben Trainingseinheiten. Montag haben wir, also heute hatten wir eine Trainingseinheit, meistens ist das dann so eine Krafteinheit plus Würfe. Dann haben wir dienstags zweimal Handball, dann haben wir mittwochs vormittags einmal Kraft. Und je nachdem, ob wir Samstag oder Sonntag spielen, trainieren wir donnerstags noch zweimal Handball. Und dann zum Ende der Woche werden die Trainingseinheiten weniger intensiv, dann hast du eine Videovorbereitung. Aber alles in dem Rahmen. Also ich bin auch kein Freund von viel hilft viel. Das macht einfach keinen Sinn. Wir versuchen das natürlich schon dementsprechend belastungstechnisch anzupassen, aber auch schon so viel zu trainieren, dass wir vielleicht den einen oder anderen kleinen Vorteil dadurch erzwingen können. Aber du hast eine 40-Stunden-Woche oder mehr? Es ist wirklich, also ich bin Handballtrainer. Das ist ja, kann man ja im Moment fast nicht ernst nehmen, ne? Also als Job, so aus meiner Warte, weil es halt das ist, was ich mein Leben lang am liebsten gemacht habe, und jetzt habe ich das Privileg, das auch wirklich Vollzeit zu machen, und es kommen natürlich einige Stunden zusammen, wenn ich mich jetzt auf Gegner vorbereite und sowas, aber ich kann das nicht als Arbeit bezeichnen, also mache ich einfach nicht. Im Moment
macht es mir tierisch Spaß. Ich finde es gut, dass ich das so machen kann. Und das kann aber auch ganz schnell vorbei sein, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen. Wie ich gerade gesagt habe, dann habe ich den Kader zusammengestellt und auch noch trainiert. Dann bin ich der Erste, dem gesagt wird, wir wissen es nicht, wir wissen nicht, wie wir ohne dich weitermachen sollen, aber ab morgen probieren wir es. Gut. Okay, Daniel, lieben Dank, dass du die oder dich den Fragen gestellt hast. Henrik, wie fühlst du dich bei der SG? Sehr wohl. Sehr wohl. Wann hängst du endlich? So einfach kann man die Fragen auch beantworten. Ja, muss nicht immer lang sein. Hat dir das keiner gesagt vorher? Hätte ich sagen müssen, kurz, ne? Kurz und knapp. Wann hängst du endlich deine Schuhe? Endlich? Endlich. Oh. Wann hängst du endlich deine Schuhe an den Nagel mit Kuss-Smiley? Also, das. Jetzt muss das mit deiner Frau sein, ne? Das weiß ich nicht, von wem das. Ja, dieses Jahr auf jeden Fall und ich gucke von Jahr zu Jahr, wie es geht, ob der Körper noch mitmacht oder nicht. Okay, also von Jahr zu Jahr gucken, ja. Das weiß ich auch, ist, glaube ich, schon eine Phrase. Ne? Da müssen wir ihn nach vorne schicken. Dann gucke ich mir in der Zeit nochmal die... Nochmal. Dankeschön. Dann gucke ich mir die nächsten Fragen an. Was kommt nach der Handballkarriere? Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, da ich immer noch spiele. Okay. Vermisst du die Derbys gegen Söhre? Ja, schon. War immer ein Highlight, auf jeden Fall, in der vollen Halle zu spielen. Ja, am Anfang waren es immer noch packende Duelle. Mhm. Dann langsam hat sich rauskristallisiert, dass Söhre halt ja, immer ein bisschen besser war. Ja. Aber ja, waren schon schöne Derbys. Die Frage danach schließt an, können die Spiele gegen Alfeld da mithalten? Nein, das denke ich nicht. Weil die Stimmung in der Halle... zuschauertechnisch glaube ich ja. Nicht, dass das realisierbar ist. Mhm. Weil der Berg dazwischen ist. Genau. Da haben wir es wieder. Das habe ich nicht. Immer dieser Berg. Das war immer dieser Stefan. Tunnel bauen. Ja. Dann gucke ich. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dann machen wir mit Robin weiter. Wann gibt es die Rückkehr zur HSG Langenhagen? Also da musst du vielleicht ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat. Langenhagen ist mein Jugendverein, ich komme aus Langenhagen. Ja. Ich war am Wochenende in der Halle, also von daher ist das ja quasi schon eine kleine Rückkehr gewesen. Mhm. Ja, aber sonst weiß ich nicht. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Was hast du da gemacht? Handball geguckt. Was hat denn da gespielt? Langenhagen gegen Nienburg 2 tatsächlich. Ja. Wenn man freie Zeit hat am Wochenende mal, nutzt man es ja und guckt sich Handball an. Und war da Potenzial dabei für dich? Nee, aber es war schön, mal wieder alte Freunde zu treffen. Okay, gut. Wo siehst du deine Mannschaft am Ende der Saison? In der dritten Liga auf jeden Fall. Okay. Was hat es mit den legendären Handballduellen im eigenen Keller auf sich? Oh, die Frage könnte von Tim Hornke eventuell kommen, oder? Oder von dem kleinen Hornke, von Phil Hornke, könnte ich mir vorstellen. Steht nicht drauf, von wem die hier sind. Ja, Kindheitsfreund Tim Hornke spielt mittlerweile in Magdeburg. Mhm. Ja, hat jetzt die Champions League gewonnen, deutsche Meisterschaft gewonnen. Und wir haben im Prinzip jeden Nachmittag bei uns im Keller verbracht. Gab zwei Tore, gab einen eingeharzten kleinen Plastikball und dreckige Wände. Mhm. Und ja, so haben wir, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7 Jahre verbracht. Gefühlt, bis wir 16 waren und Tim nach Magdeburg gegangen ist. Okay. Dann haben wir eine Bemerkung. Herr John, Sie sind der beste Lehrer. Das ist nett. Das hört man gerne. Steht aber auch nicht dran, wem du da hoffentlich auch von einem Schüler oder einer Schülerin und nicht. Wem du da eine bessere Note verteilen sollst. So. Wie ist es, Lehrer, Vater und Handballtrainer zu sein? Wie sieht dein Tag so aus? Erstmal ist es schön. Und ansonsten manchmal auch anstrengend, aber in erster Linie schön. Kostet natürlich viel Zeit. Ich glaube, jeder kennt das. So viel Zeit für andere Dinge bleibt nicht mehr übrig. Es war auch so ein bisschen das Problem, warum ich Arne nicht zusagen konnte, noch ein Jahr in Alfeld zu spielen, was ich gerne gemacht hätte. Ja, aber die Prioritäten liegen dann einfach jetzt woanders und hat auch seine Vorteile. Okay. Dann danke ich dir. Dann kommen wir als nächstes zu Laki. Als erstes eine Frage, die jetzt gerade erst gestellt wurde. Goran Krka, ein Kandidat für Söhre als Trainer. Der war bei euch, ne? Ja. Ja.
Ich will mich jetzt nicht mehr zu Kandidaten hier äußern. Ich wurde schon zu allen gefragt. Also das ist ja auch die Entscheidung des Vereins dann am Ende. Okay, aber ist ein Kandidat? Musst du Matti fragen. Aber du bist ja schon eingebunden so ein bisschen. Also er wollte ja unbedingt ein Jahr Pause machen, ne? Und hat oder Pause machen. Also darüber wurde bisher noch nicht geredet, sagen wir es mal so. Über Goran oder über die Pause? Stefan. Nächste Frage. Okay, gut. Nächste Frage. Sehr gut. Deine Einschätzung, auf welchem Platz landet Söhre am Ende der Saison? Ja, da würde ich so antworten wie Robin. Hoffentlich weiter in der dritten Liga, das ist unser Ziel. Und ich würde mich jetzt nicht auf eine Platzierung festlegen. Mhm. Vermisst du die Derbys gegen Börde? Ja, die waren auch schön. Waren schön? Ja, kann ich nur zustimmen. Es hat immer Spaß gemacht. Ja. Weil es halt auch zwei unglaublich gute Fanlager waren. Das muss man einfach sagen, die sich das ganze Spiel über duelliert haben. Das war, glaube ich, für die Spieler auch was ganz Besonderes. Auf der einen Seite grün, auf der anderen Seite rot, weiß. Und also ich fand das schon toll. Mhm. Du sprichst die Fans an. Also die nächste Frage, oder Frage ist es nicht so ganz, es steht ein Fragezeichen dahinter. Einige Worte zu euren Heimfans, die du ja gerade schon angesprochen hast. Ja, wir haben einfach eine kleine schöne Halle in Söhre. Ja. Und wir haben auch wirklich super Fans, muss man sagen. Es ist jetzt nicht, dass wir jetzt hier Tausende von Fans haben, aber die Fans, die da sind, die machen wirklich gute Stimmung und unterstützen uns auch bei Auswärtsspielen. Also wir hatten letztes Jahr zum Spiel in Magdeburg, glaube ich, Wahnsinn. 140 Leute dabei oder 120. Und das ist für so ein kleines Dorf schon eine ganze Menge, finde ich. Also, das stimmt. Ja. Würdest du am liebsten bei den Spielen selbst noch aktiv auf der Platte stehen? Nee. Nein. Na klar, also man sagt nach den Spielen, wenn man mit den Jungs spricht, dann sagt man schon mal, so wie man das aus seiner Sicht sieht, logischerweise als Trainer, aber auch als Spieler früher, wie man das gemacht hätte. Mhm. Aber wenn ich sehe heute, wie mit was für Intensität da brauchen wir nicht drüber reden. Also mit 52, da will mich keiner mehr auf der Platte sehen, glaube ich. Weiß ich nicht. Dann danke ich dir. Gerne. Noch mehr Fragen jetzt auch zu möglichen Trainerkandidaten werden wir jetzt auch nicht mehr stellen. Da kannst du ganz beruhigt sein und dich jetzt zurücklehnen. Und jetzt würde ich gerne nochmal Arne zwei Fragen stellen. Warum nennt ihr euch selbst Piraten? Haben wir, glaube ich, schon beantwortet. Du kannst aber gerne nochmal was zu sagen. Oder vielleicht gab es noch andere Alternativen, die da in der Kabine diskutiert wurden. Bergsteiger. Was denn? Bergsteiger. ja, ich denke, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, wie das entstanden ist. Und also, weiß ich nicht, muss ich ja nicht nochmal ausführen. Nee, aber es gab keine andere Option. Also, nö. Bergsteiger? Hast du nicht verstanden, ne? Doch, ich habe das verstanden, aber ich fand es nicht so gut. Du hast doch mit den Bergen angefangen. Ja, nee, ich weiß gar nicht, wie ich das war. Du hast da jetzt ein, zwei Mal. Nee. Ja. Naja, wir klären das gleich anschließend nochmal. Da holen wir dann unser Säbel raus, ne? Sagt man so, ne? In Alfeld. So. Sollte jeder Oberligist einen Geschäftsführer haben? Das obliegt jeder oder jedem Oberligisten. Also letztendlich bei uns ist es einfach so, wir haben eine GmbH, die entstanden ist damals, als wir eben 2005, 2006 Niedersachsenmeister geworden sind und aufgestiegen sind in die Regionalliga. Und da haben wir das damals letztendlich so gestaltet und seitdem hat die Bestand und ich bin jetzt mittlerweile, ich glaube, im siebten Jahr dort Geschäftsführer. Mhm. Aber das muss ja letztendlich jeder Verein für sich entscheiden, wie er da werbetechnisch mit umgeht oder beziehungsweise das Ganze irgendwo Hand und Fuß hat. Also das kann ich nicht beurteilen. Welche Aufgaben fallen da an? Also was sind so deine Aufgabengebiete oder inwiefern gibst du das auch ab? Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben nochmal? Also grundsätzlich ist mein Aufgabengebiet eigentlich schon relativ breit gefächert. Ich bin zuständig für die Kaderplanung, Trainersuche, wie wir es jetzt gerade auch vorhin thematisiert haben. Ich gucke natürlich auch, wie wir uns vermarktungstechnisch aufstellen können, wo wir neue Sponsoren finden können, wie wir vielleicht halt auch nach außen hin wahrgenommen werden, Kooperationen schaffen,
Solche Themen, die sind eben wichtig, weil das, was wir ja nun immer wieder, also kommen wieder zurück zu dem Berg, ne, ja, und alleine gelassen, so müssen wir uns halt irgendwas überlegen, um halt gute Gegebenheiten irgendwo ja, zu installieren. Ich weiß nicht, Robin kann vielleicht auch ein bisschen was zu sagen, wie er es bei uns empfunden hat. Das ist ja, ja dann vielleicht auch mal nochmal was anderes, als wenn ich immer selber das irgendwie so gebetsmühlenartig runter schmettere. Ja, gerne, dann geben wir das dann nochmal weiter. Arne weiß, dass ich ihn lobe, deswegen will er, dass ich was sage. Nein, man muss sagen, die machen das in Alfeld da wirklich sehr gut, oder Arne macht das gut. Als ich auch vor, wann war es, 2,5 Jahren den Anruf bekommen habe und eigentlich kein Handball mehr spielen wollte. Kam der dann von Arne, der Anruf? Kam von Arne, ja. Und habe ich gesagt, gut, komm, wir treffen uns mal. Bin eigentlich mit dem Wissen hingefahren, ich werde eh kein Handball mehr spielen. Und ja, glaube, ja, nach relativ kurzer Zeit war gleich Spiel wieder Handball. Ja. Und habe das auch nicht bereut, weil Arne sich da wirklich ins Zeug legt, was diese Betreuung um die Mannschaft herum angeht oder diesen Wohlfühlfaktor, den er da genannt hat. Ja. Der ist einfach sehr hoch. Es macht Spaß und das hat gar nicht irgendwas mit Geld oder so zu tun, sondern einfach mit dem, wie die da alles aufgebaut ist. Sprich über ja, dieses Umfeld in der Halle, über diese Atmosphäre bei den Spielen. Das ist einfach sehr, sehr gut und war auch schon in der Verbandsliga im Prinzip Drittliga-tauglich, muss man ganz klar sagen. Und das ist eigentlich das, womit Alfeld punktet. Gutes Umfeld, schöne Halle, leider der Berg dazwischen, der nervt natürlich echt ein bisschen, aber ansonsten ist das echt gut gemacht. Und ich habe Arne das auch letztes Jahr gesagt, nach Saisonende, als ich dann gesagt habe, ich höre auf, ich bin echt dankbar, dass ich das nochmal 2 Jahre da mitmachen durfte und wenn ich die Zeit hätte, würde ich es gerne noch weiter mitmachen, weil es mir wirklich da Spaß gemacht hat. Bist ja nicht aus der Welt. Ja. Ja, da kommt der Anruf vielleicht dann doch nochmal. Es wirkt sehr ausgewogen, was da in Alfeld passiert, muss ich. Also so wirkt es auf mich. Und ich bin mir sicher, dass du da auch einen guten Job machst, Arne. So wird es ja auch bescheinigt gerade. Holst du dir eigentlich auch manchmal Rat von Gerald Oberbeck? Wie bitte? Holst du dir auch manchmal Rat von Gerald Oberbeck? Klar. Also wir treffen uns auch ab und zu mal, jetzt in letzter Zeit leider nicht so oft, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, legitim, wenn man jemanden hat hier in der Region, der halt einfach einen riesen Erfahrungsschatz hat, dann wäre ich ja letztendlich auch ein Stück weit leichtsinnig, wenn ich da nicht irgendwo mir vielleicht mal einen Rat abhole. Wir sind zwar sicherlich nicht immer einer Meinung, aber ich glaube, das ist auch gut, das befruchtet die Gespräche dann auch, ne? Aber grundsätzlich in jedem Fall. Hast du ihn gefragt, wie er das findet, Piraten von der Leine? Das habe ich tatsächlich eigenmächtig entschieden. Also ja, so viel Gewalt habe ich als Geschäftsführer dann doch noch gehabt. Ja. Okay. Wie findest du euren Hallensprecher? Kann ich nur wärmstens empfehlen. Jona Deibke ist ein Besuch wert. Der ist wirklich überragend. Der bringt sich so dermaßen in der Halle mit ein. Ich glaube, das ist für die Spieler ein absoluter Mehrwert, für die Zuschauer manchmal vielleicht ein bisschen drüber, weil er halt so in seinen Emotionen gefangen ist, so dass er dann vielleicht auch wirklich manchmal auch, naja, einen Schnuff zu viel ins Mikro haut, aber grundsätzlich ist das wirklich super und ich denke, das ist auch etwas, was Robin gerade angesprochen hat, diese Atmosphäre. Da hat Jona einen ganz, ganz großen Teil zu beigetragen. Und von daher, der macht das super. Und ich habe ja auch mal gehört, dass da mal so eine Anfrage aus Söhre kam, ob er da nicht mal Vertretung kann. Tatsächlich. Von daher scheint das nicht so schlecht zu machen. Ja. Und bin ich sehr glücklich mit. Okay, dann kannst du wahrscheinlich die letzte Frage schnell beantworten. Lohnt sich ein Heimspiel bei euch in der Halle? Immer. Immer. Gut. Also, ja. Nicht nur wegen des Hallensprechers. Nein, wir sind da alle echt so ganz umgängliche Typen. Ja. Und von daher kommt gern vorbei, ihr seid herzlich eingeladen. Eingeladen? Stefan, ich lade ein. Ist kein Problem. In die Piratenbar oder was? Wir haben da so ein kleines Separé, da kannst du gerne mit hinkommen. Ja, vielleicht müssen wir das mal überlegen, Stefan. Oder? Ich fahre gern nach Alfeld. Gut, dann denken wir beide da mal dran. Und fährst auch gerne nach Leipzig, ne? Ey, du, ich fahre überall gerne hin. Stefan, der fährt relativier das doch nicht. Fährt gerne mit dem Schiff, mit dem Auto, der fährt überall hin. Schlussworte von dir noch, Stefan. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Nö. Nee. Alles gut. Keine Transfer-News, aber gut. Nee, das ist ja gerade eh ruhig, ja, ne? Und im Handball auch. Ich meine, bei euch kann noch gewechselt werden aktuell. Ne?
aber da brauchen wir immer die Zustimmung des abgebenden Vereins. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Ich habe jetzt gesehen, irgendeiner ist noch von Potsdam in die Bundeswehr gewechselt, jetzt ganz aktuell. Ne? Aber das ist, glaube ich, eher so die Ausnahme. Was mich nochmal interessieren würde, aber das würde vielleicht zu weit führen, vielleicht kann da einer was zu sagen, vielleicht auch ein Spieler. Im Fußball haben wir öfter oder immer wieder jetzt mit Schiedsrichterangriffen oder Pöbeleien zu tun. Das ist ja im Handball komplett anders. Also da wird jede Entscheidung vielleicht nicht immer ganz wortlos hingenommen, aber das wird akzeptiert. Wo gibt es da die Unterschiede? Ich meine, du spielst wahrscheinlich keinen Fußball, aber vielleicht kannst du mal erklären, warum ihr euch benehmt, sagen wir es mal. Ja, es hat auch immer was mit Respekt zu tun. Ne? Mhm. Weil der Schiedsrichter pfeift und wir tanzen sozusagen nach seiner Pfeife. Und wir können uns da nicht einfach drüber wegsetzen. Mhm. Die stehen nicht umsonst an dieser Position. Ja. Und das wird auch akzeptiert. Also da gibt's ja, klar, meckert man öfters mal und ist nicht einverstanden und dann kriegst du deine 2 Minuten wegen Meckern, aber dann war's das auch. Mhm. Dann wird da nicht weiter drüber diskutiert. Und wahrscheinlich stehst du am Ende des Spiels mit dem Schiedsrichter da und diskutierst nochmal darüber, aber dann kommt man im Endeffekt auf den grünen Zweig und das war's dann auch. Ja. Ist natürlich auch eine Sache, die nicht über Nacht entstanden ist. Also in Hannover gab es sogar eine Professur mit Gunter Pilz, der sich über diese Fankultur Gedanken gemacht hat, beziehungsweise auch da ist das ja peu à peu gekommen. Da gab es immer das Beispiel von einem anderen Sportler, nicht Handball, sondern Rugby, wo einfach der Schiedsrichter quasi nur ein Mensch auf dem Feld mit dem Schiedsrichter, also die Kapitäne dürfen mit ihm reden. Also das ist natürlich so ein, vielleicht so ein Regelwerk, aber da war, weil man das Beispiel war, ein Stadion voll in Frankreich, 90.000, wo bei jedem Fußballspiel eine Hundertschaft oder mehrere anrücken müssten. Da war ein paar Security und dann lief das. Also ich glaube, das ist aber ein Stück weit einfach über die Zeit natürlich auch entstanden und nicht von jetzt auf gleich. Ist aber auf jeden Fall, sind wir uns alle einig, keine gute Tendenz. Ist, denke ich, auch ein abendfüllendes Thema, was wir, glaube ich, auch mal separat behandeln müssten und dann zum Beispiel auch mal jemanden einladen, der Handball spielt oder gespielt hat, weil in der Sportart und auch in anderen Sportarten, das ist ja ganz anders als beim Fußball beispielsweise. Und ich glaube, da wird ja jeder von euch auch zustimmen, dass das so ist, obwohl ja Handball ja auch sehr körperlich an der Stelle ist. Wobei die Trainer holen sich ja auch regelmäßig ihre gelben Karten ab oder auch mal eine 2-Minuten-Strafe. Oder ist das eher auch um ein Zeichen zu setzen? Das ist ein taktisches Mittel. Bitte? Taktisches Mittel, ja, habe ich mir gedacht. Okay, dann danke, dass du das angerissen hast. Ich glaube, das ist schon nochmal eine Idee wert, die wir weiter verfolgen sollten für eine der nächsten Folgen. Und dann sind wir schon am Ende angelangt. Wir haben ein bisschen natürlich wieder überzogen, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mal nicht über das Thema Fußball zu sprechen, sondern auch mal wieder über den Handball zu sprechen. Laki nickt. Einmal werden wir dich bestimmt hier noch sehen, bevor es dann nächsten Sommer dann für dich vorbei ist, erstmal hier. Und dann sage ich auch, da sind wir. Nee, jetzt sind wir da, dann bleiben wir da. Dann sage ich Dankeschön erstmal an unsere Partner Getränke Fachgroßhandel Saug aus Hasum. Dann an Hempelmann Haustechnik, Unicat GmbH und die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das wird sein der 16.09. Hier wieder um 19 Uhr live aus dem Audio-Koop-Studio in Emmerke. Und dann sprechen wir über das Thema Volleyball, den bevorstehenden Bounce House Cup und den Saisonstart der Grizzlies. Die Damen des MTV 48 Hildesheim und die Superzweite der Grizzlies, die sind ja schon mit dabei. Also sie spielen ja aktuell schon. Dann wird das Thema Volleyball bald sein. Sage danke an die Runde hier auf der Bühne. Danke an die Zuschauer, die heute hier live das Ganze mitverfolgt haben und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch vor den Empfangsgeräten und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns wieder am 16.09. Danke fürs 10. Einschalten. 16.10. Oh Gott, Entschuldigung, 16.10. Gut, dass einer aufpasst. Danke, Stefan. Danke euch. Und dann einen schönen Montagabend. Macht es gut. Tschüss aus Emmerke.